Aus der Absturz-Computerzentrale Norddeutschlands ruft via Modem nach Pulheim. Axel, mein Freund, grüß dich. Philipp, grüß dich. An alle, die zuschauen, macht heute mal einen Pott, wie lange es dauert, bis wir wieder abstürzen. Ich tippe auf 20 Minuten. Kann ich auch mittippen, ich könnte das ja ein bisschen beeinflussen. Wir warten, bis der Pott voll genug ist, ja? Ja, so lustig sich hier gemacht wird von meinem lieben Freund Axel Reitz und der Community auch, ist ein neues Motherboard drin. Und ich hatte eben einen erneuten Absturz. Ich weiß, hier wird rumspekuliert, was es sein kann. Windows, Festplatten und so weiter. Ich weiß es nicht. Es ist eine Kostenfrage. Ich habe auch schon überlegt, ob jemand mir vielleicht den Rechner signiert abkaufen möchte. Das war eine Idee vom Axel, dass ich mir einen neuen Streaming-Rechner leisten kann. Aber ich weiß es noch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil für einen Streaming-Rechner gerade das Geld auszugeben, ist einfach gerade nicht da. Da bin ich ganz ehrlich. Der Endboss gerade wieder im Spiel. Jahresabschluss. Na gut, komm. Egal, wollen wir hoffen, der Rechner hält durch. Axel, heute ein Video und zwar Props gehen raus an Franz Pögler, so heißt die Seite auch. Ich habe dem jungen Mann schon geschrieben, weil ich möchte ihm auch eine Pizza und ein Bier spendieren für die Arbeit, die er sich gemacht hat mit dem Video. Das Originalvideo wird danach hier verlinkt. Das ist immer bei dem Restream, ist das dann weg, auch wenn ich es vorher eingegeben habe. Dann geben wir da schon mal Props raus, das immer wieder zu beleuchten. Ja, das ist eine Sache, die auch sehr, sehr gut funktioniert. Nazi-Rap, rechtsextremer Rap, besonders bei TikTok, die Aufrufzahlen und so. Wir sehen hier auch Charo und den Stabibi-Kumpel Steven Feldmann, der einfach für mich auch die absolut unsympathische Ausstrahlung im Quadrat hat. Ja, der Held, ja, der echte Gangster, der Mann, der durchs Feuer und durch die Knäste dieser Republik geht, hat sich ja jetzt einfach mal verpisst, ja, also wie so ein richtiger Ehrenmann, einfach mal verschwunden, um der Strafe nicht sich stellen zu müssen. Daumen hoch, Eier aus Titan, der Mann, ne, und nimmt mittlerweile auch wieder Videos auf der Flucht auf, ne, wo ich mir denke, wenn man schon irgendwie dann auf der Flucht ist, dann muss man sich noch dann produzieren im Internet und wird ein paar Doofe finden, die einem noch dann erklären, wie geil man ist. Ja, also ich sage auch ganz ehrlich, ich als Nazi hätte damals gesagt, was für ein Lappen, ja, also was für ein Typ, der geht auf die Flucht vor diesem System, dem er doch den Krieg erklärt hat. Also für uns war es damals in unserem Wahn immer auch eine Ehre, durch den Knast zu gehen, hat er immer den Märtyrerstatus. Naja, der Stabibi war schon im Knast und hat jetzt keinen Bock mehr drauf, aber hoffen wir mal, dass er nicht gefasst wird, weil dann ist er den Rest seines Lebens vielleicht irgendwo bei Manuelsen auf der Couch oder irgendwo in einem anderen Land. Ich wusste, das kommt. Als politischer Flüchtling, das hast du geprägt, Philipp. Ja, ich wusste, das kommt. Aber wieder weg von der Straße erstmal. Dann ist er erstmal weg, dann kann er sich nicht so viel rausnehmen, weil er weiß, wenn er gefascht wird und gecasht wird, dann gibt es erstmal eine dicke Kelle. 2 Jahre, 4 Monate hat er ja schon kassiert. Neues Verfahren, Chemnitz, wo er wegen Körperverletzung wieder auf der Anklagebank sitzen sollte, ist ja ohne ihn dann gestartet. Aber bleib da, wo du bist. Bleib da, wo du bist. Geh am besten ins Ausland, dann siehst du Ich tippe auf sowas wie Ungarn oder so. Ich tippe auf sowas wie Ungarn. Vielleicht auch Russland, man weiß es nicht, ne? Ja, wenn man die Sporttasche findet, findet man auch den Feldmann, ja. Ja, so viel Spaß wir hierbei haben, ist das eine neue Methode, um junge Leute zu beeinflussen mit diesem Deutschrap und auch die damals den Steven Feldmann promotet haben, dass sie mit Charo so wenig aus. Wollen wir gar nicht zu tief rein. Auch Charo mir dann entfolgt bei Instagram, was ich peinlich fand, Charo, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen Kritik, wenn man mal Scheiße baut, muss man einstecken. Da sind Axel und ich auch ganz weit vorne. Wir werden auch regelmäßig kritisiert. Ich denke, wir haben das noch auf einer rationalen Ebene gemacht. Das fand ich eher peinlich. Also ich wir haben uns auch gut verstanden bei den Drehs. Na gut. Okay, so viel Input dazu und dann würde ich sagen, steigen wir gleich in das Video rein. Diese Szene ist ja sehr bekannt, haben viele Medien aufgegriffen. Auch der Axel hat sich hierzu auch damals über Steuerung F, glaube ich, geäußert, ne? Ja, ja. Na, ist das ja auch, also es ist jetzt ein neues Konzept, muss man sagen. Nazis haben immer versucht, natürlich auch dann populäre Musikrichtungen zu okkupieren, sogar den Rap, was eigentlich ein Treppenwitz ist, weil Rap ja eigentlich ein totales Feindbild sein müsste, als Musik, die von Menschen mit Migrationshintergrund in den Ghettos, auch gegen weiße Vorherrschaft sich gerichtet hat. Aber egal, was interessiert den Propagandisten, was er da klaut, wenn er seinen Kram da reinpacken kann. Aber hier haben wir eine neue Qualität erlebt, weil eben nicht die Szene irgendwo eingedrungen ist, sondern weil Protagonisten
eines Milieus, ja, hier des migrantisch geprägten Milieus, ja, des Gangstermilieus, ja, von Leuten, die eigentlich als totale Feindbilder, als die kriminellen Ausländer, die raus sollen, sonst immer adressiert worden sind von der Szene, sich hier gemein gemacht haben mit einem dieser Vertreter, ja, dem auf seinen Leim gegangen sind, weil er so nett und höflich war, dass man gesagt hat, ey, der ist voll korrekt, voll in Ordnung, der Junge, wenn doch alle Deutschen so wären, voll geil. Und haben da tatsächlich Leute in die Nähe dieser Szene gebracht, die da niemals, nicht in einer Million Jahre sonst hingekommen wären. Und das war eine Sache, die auch dann schon ja zu kurzzeitigen Bündnissen geführt hat, gerade auch in Dortmund, wo dann ja Leute aus diesem Milieu zusammen mit Neonazis dann Linke angegriffen haben und da dann gemeinsame Feindbilder aufgemacht haben, wie Bullen, Staat, Menschen jüdischen Glaubens. Also das war schon für mich erschreckend, das hätte ich nicht für möglich gehalten in dieser Intensität. Und das ist vor allem ja der Arbeit von Charo, Manuelsen und Bösemann und anderen zu verdanken, die vielleicht nicht böswillig, aber völlig naiv und unvorbereitet sich da mit einem Hardcore-Neonazi getroffen und denen den roten Teppich ausgerollt haben. Ne? Einen Moment, ich muss hier gerade für jemanden, glaube ich, eine Nachricht löschen, aus dem was gepostet, aber ich kann es nicht machen, das tut mir leid. Ja, also da ist sowieso viel falsch gelaufen, ich muss mich konzentrieren, ich musste gerade jemand aus der Community helfen, das tut mir leid, ganz kurz. Aber ich würde jetzt sagen, wir steigen das Video ein, vielleicht einige kennen das Video noch nicht, und dann gucken wir uns das mal an. Yes, sir. Aber ich sag ja auch, mir ist egal, ob ihm integriert ist oder nicht. Ja. Wenn es nach mir ginge, würden wir für die Rückführung der in Deutschland lebenden Ausländer sorgen, ne? Ja. Ganz klar. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Dass das Deutschrap-Jahr 2023 unter keinem guten Stern stand, wurde bereits am ersten Tag deutlich, als ein wortwörtlicher Neonazi die Tür in die Szene aufstieß. Aber im Prinzip war das Ganze kalter Kaffee, denn Menschen wie er sind schon immer im Rap-Kosmos rumgeschwirrt. Teilweise sind oder waren sie sogar mittendrin statt nur dabei. Dieses Phänomen zu durchleuchten ist das Ziel des Videos. Wir schauen uns einerseits den Werdegang und die Lyrics des bekanntesten Nazi-Rappers Deutschlands an. Es wird Max Damage eingeblendet, ne? Max Damage, der... Axel wird mit Sicherheit gleich wieder was Persönliches einstreuen. Wir dürfen uns schon mal drauf freuen, oder? Nein, was, das kann ich dem Julian nicht antun. Die zarte Seele, der hat ja schon ganz heftig darauf reagiert, wo ich einfach mal ein bisschen Real Talk über ihn und sein Leben gemacht habe. Die haben ja damals sogar unser Video sperren lassen. Und so eine zarte, zarte Seele, so zerbrechlich und so fragil mit so einem kleinen Ego, könnte ich nicht übers Herz bringen als Humanist, ihm jetzt vielleicht noch weitere Schmerzen zuzufügen. Also Julian, keine Angst, niemand wird über deine Vorliebe für fette Frauen lästern oder über dein sonstiges Leben oder wie du vor ein paar Antifaschisten feige eingeknickt bist und geleugnet hast, ein Nazi zu sein, weil du Angst hattest, ein paar aufs Maul zu bekommen. Du bist ein echter Kämpfer und deine Kameraden sehen dir das nach, die brauchen dich. Mach dir keine Sorgen, von mir kommt nichts. Ne? Andererseits aber auch die Connections von reichweitenstarken Künstlern zu Außenstehenden. Ich so, die drei kenne ich sogar, also Manuelsen, ja, danke nochmal für den Twitch, bei Twitch hat er mich blockiert, ja, also das ist die neue Waffe dieser Gangster-Rapper, ja, bei Twitch blockiert, ja, Bösemann in der Mitte, hatten wir auch schon Input zu gemacht und dann sehen wir Contra K, wo ich auch mal sage, so die Texte, bin ich gespannt, was zu Contra K kommt, habe ich mich noch nie intensiv mit beschäftigt. Also ich bin auch nicht im Game drin, überhaupt gar keine Frage. Rap ist nicht meine Musik, das höre ich mir nicht gerne an, das ist nicht meins. Aber mir ist der Mann schon vor Jahren aufgefallen, als er wirklich ja auch so ein komisches Männlichkeitsbild vermittelt hat. Ja, und er hat ja, glaube ich, auch gesagt, von wegen, ja, Homosexualität ist keine Veranlagung, das suchen sich die Leute aus und das ist halt hier Teil dieser verweichlichten Gesellschaft, dass jetzt Männer dann sich so effeminisieren. Ja, so hat er es, glaube ich, nicht ausgedrückt, aber er ist halt der Meinung, Homosexuelle sind Ausfluss dieser nicht männlich geprägten Gesellschaft und könnten sich aussuchen, was für eine Sexualität sie haben. Ja. Fand ich schon sehr komisch, aber so zum Thema Rechtsextremismus ist dem mir eigentlich nicht aufgefallen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, was hier für Verbindungen vielleicht zu den alten Kameraden zu finden sind. Ne? Die solche Ideologien vertreten und über Rap mehr oder weniger direkt promoten.
Sollte euch hier irgendein Artist fehlen, dann ist das beabsichtigt. Dieses Video ist nur das erste meiner Deutschrap von Rechts-Trilogie. Dementsprechend ist das hier nur die Spitze des Eisbergs. Die Ideologie der NSDAP breitet sich nämlich aus, findet Anknüpfpunkte und Parallelen im Mainstream und steht auf einmal direkt vor deiner Tür. Aber dazu in den späteren Videos mehr. Heute konzentrieren wir uns auf die OGs. Was sind überhaupt Nazis und was zeichnet sie aus? Bevor wir aber durchstarten, will ich noch ganz kurz Werbung für mein Patreon machen, auf dem es Research-Streams oder Bonusvideos gibt. Zum Beispiel das hier. Wenn er dieses Thema ansprechen will und jetzt gleich zu der Schlussfolgerung kommt, dass das Schwachsinn ist, dann hat er auf jeden Fall sich selbst ins Knie geschossen. Ich will meinen Channel ab diesem Jahr professioneller betreiben und alle 2 bis 3 Wochen ein Video rausbringen. Also, wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt und Bock auf zusätzlichen Content habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch anmelden würdet. Aber jetzt geht's erstmal in die Tiefen der Weimarer Republik. Also, ich habe dem Franz, der Kanal wird hier danach verlinkt, bitte lasst ein Abo da. Ich habe dem Franz schon gefragt, ob wir darauf reacten dürfen, hat er gesagt, sehr gerne. Und ich veranlasse nachher, ihm auch eine Pizza zu spendieren und ein Bierchen für das nächste Video zu produzieren, falls jemand das möchte. Das ist immer eine Kleinigkeit. Ich habe ihm auch gesagt, er soll PayPal unter seiner Videobeschreibung da lassen. Manchmal hat jemand Lust, 1-2 Euro dazulassen. Ist eine kleine Aufmerksamkeit. Denkt dran, ihr könnt YouTube kostenlos konsumieren und dann kann man ab und zu mal was dalassen für Creator, die euch sozusagen ja bereichern oder entertainen. Ist das schon immer völlig in Ordnung. Okay, jetzt brauchen wir noch irgendein Buch von einem großen Nazi, aus dem wir die Ideologie rauslesen können. Ah ja. aber schöner Verweis, den hatten wir gestern erst, den Kollege, der mit wirklich übelsten antisemitischen Ausfällen von sich reden gemacht hat. War ein schöner Seitenhieb, gefällt mir schon mal. Allein dafür hat er sich die erste Pizza schon verdient, finde ich. Da haben wir es ja. Mein Kampf ist eine Blaupause für die Politik, die Hitler ca. 10 Jahre nach dem Schreiben durchsetzen sollte, bietet aber einen Einblick in die von der Geschichtswissenschaft gemeinhin anerkannten 4 Säulen der NS-Ideologie. Hier steht ganz vorne der Antisemitismus. Für Hitler ist der Jude ein Vampir, ein blutsaugender Parasit im Körper des Volkes. Ein Werkzeug dieser Zersetzung sei die jüdische Demokratenpresse. Die werde von Millionen von Bürgern andächtig angebetet. Aber natürlich nicht von allen, denn die geistig... Muss man auch heute schon sagen, das sind das, was heute gesagt wird, ne? Die Lügenpresse, die Gesteuerte, alle sind gesteuert, alle schreiben in einem Ton. Das sind schon Narrative, die übernommen worden sind. Das ist schon mal gut hier kurz aufbereitet, finde ich schon sehr gut gemacht. Ja, Parallelen sind erkennbar. Man muss allerdings sagen, dass diese Dinge, die hier jetzt auch in meinem Kampf zu finden sind und die Hitler gesagt hat, auch kein Alleinstellungsmerkmal damals der Nazis gewesen sind. Also die Nazis waren eigentlich keine richtige Weltanschauung, sondern auch so ein bisschen Kesselbuntes, wo aus ganz vielen Strömungen von alten Monarchisten über völkische bis hin zu russlandfreundlichen Nationalbolschewisten so ziemlich alles damals übernommen und extrahiert wurde. Und das, was Hitler da beschreibt, das fanden wir genauso früher auch bei der KPD, ja, die ähnlich argumentiert hat, die Presse ist kontrolliert von den Finanzoligarchen und alles gleichgeschaltet, um den Aufstieg der Arbeiterklasse zu unterdrücken. Bei den Völkischen und den Rechtsextremen war es halt immer nur rassistisch konnotiert. Ja, dass da eben der Jude dahinter vermutet wurde. Ich will nur sagen, das ist schon eine Parallele, aber es war damals schon kein Alleinstellungsmerkmal, was nur auf die Nazis zugetroffen ist. Ne? Das heißt, Presse ist erst wieder gut, wenn wir sie gleichschalten. Na klar, dann spricht ja die Wahrheit daraus. Ne? Ich wirklich feine Köpfe, die selbstständig denken, können ihr eigenes Urteil bilden. Und hier klagt Hitler nicht nur über die Lügenpresse oder als was wir das heute bezeichnen würden, er spricht auch über einen Verfall der Kultur. Der Jude besäße keine irgendwie kulturbildende Kraft, verbreite aber in Theater und Kino, in Schundliteratur und Schmutzpresse Tag für Tag das Gift kübelweise in das Volk. Damit verursache er eine nationale Gleichgültigkeit und sorge dafür, dass die Erkenntnis vaterländischer Größe abgegeben werde. Hitlers Verschwörungstheorie wird als Kulturmarxismus oder Kulturbolschewismus bezeichnet. Das Ziel sei die Bolschewisierung Deutschlands, um die jüdische Welteroberung zu erlangen. Was diese Juden vorhätten, sei in den Protokollen der Weisen von Zion bewusst klargelegt. Der zweite. Das haben wir schon behandelt in alten Streams, ne? Kann man sich dann, glaube ich, reinziehen, dass das wahrscheinlich eine der ältesten und bekanntesten
ja, Verschwörungstheorien ist? Ja, ist ja damals vom zaristischen Geheimdienst gefälscht worden und ist eigentlich jedem klar, der sich damit objektiv auseinandersetzt, das ist eine Fälschung. Aber es wird halt gerne aufgenommen, weil daraus dann die heutigen Vorurteile und Ressentiments dann extrahiert werden können. Und ist ja auch eine ziemlich einfache Erklärung. Da gibt es eine geheime Clique, die kontrolliert die Presse, die kontrolliert die Welt, die hat nur ihr eigenes im Sinn und will deswegen alles andere zerstören. Simpel, dumm, stupide, aber eingängig und leider immer noch sehr wirkungsmächtig und erfolgreich, ne? Der Punkt ist die Volksgemeinschaft, die durch die Juden bedroht sei, da die schließlich alles in der Hand hätten. Familien und vor allem deutsche Frauen seien vor ihnen nicht sicher. Denn der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem Gesicht, auf das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute schände und ihr Volke raube. Aber hinter all dem steckt noch viel mehr als der eigene Sexualtrieb. Der Jude schrecke auch nicht davor zurück, im größeren Umfange die Blutschranken für andere einzureißen. Zum Beispiel, indem er den an den Rhein bringe, um das Rassenniveau zu senken und die ihn verhasste weiße Rasse zu zerstören. Die Erhaltung der Volksgemeinschaft basiere schließlich darauf, deutsche Nachkommen zu zeugen. Es sei verwerflich, gesunde Kinder der Nation vorzuenthalten. Und der Führer müsse dafür Sorge tragen, dass nur wer gesund ist, Kinder zeugt. Zur Homosexualität muss man auch sagen, das sind nur, das muss man immer wieder vergegenwärtigen. Es ist, ich habe ja auch meinen Kampf gelesen, einmal als aktiver Neonazis und auch noch danach, wie viele Narrative davon wieder übernommen werden. Sie werden heute modern neu verpackt, aber die Tonalität ist bei vielen heute wieder ähnlich. Ne? Das sind Sprüche, die heute wieder kommen. Es ist aktueller denn je. Es sind die gleichen Feindbilder, die auch Hitler nicht erfunden hat. Wir haben in Deutschland auch eine lange, lange Tradition des Antisemitismus, damals auch durch die Kirchen maßgeblich mitgetragen. Da kamen diese Legenden von den kinderfressenden, kindermordenden Juden, die dann auch von den Nazis leider sehr erfolgreich aufgegriffen worden sind, ja, und die auch heute immer noch in den Köpfen rumwabern. Ja. Wie viele Leute haben immer noch antisemitische Ressentiments, ja, beispielsweise so ein Spruch, ja, Juden können gut mit Geld umgehen, der ist eigentlich noch traurigerweise Common Sense in der Bevölkerung und da kann dann natürlich wieder angeknüpft werden. Ne. Steht direkt nichts in Mein Kampf. Aber der Umgang mit Schwulen und Lesben im Dritten Reich zeigt unmissverständlich, dass Hitler auch diese Minderheiten nicht gerade zur Volksgemeinschaft zählte. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber haltet durch, wir haben es gleich geschafft. Um die Entwicklung der Volksgemeinschaft im Blick zu haben und zu kontrollieren, brauche es einen geeigneten Herrscher, einen Führer. Die Demokratie der Weimarer Republik sei absolut ungeeignet. Nur der Jude könne eine Einrichtung preisen, die schmutzig und unwahr ist wie er selber. Nein, es brauche eine wahrhaftige germanische Demokratie der freien Wahl des Führers. In ihr gibt es keine Abstimmung einer Majorität zu einzelnen Fragen, sondern nur die Bestimmung eines Einzigen. Denn wer glaubt schon, dass der Fortschritt dieser Welt aus dem Gehirn von Mehrheiten und nicht aus den Köpfen Einzelner stamme? Und wenn ein Führer gewählt werde, dann nicht der nächstbeste unwürdige Streber und moralische Drückeberger? Nein, ein starker Mann, ein Führer und Kämpfer. Zuletzt geht es um Lebensraum. Ja, das ist leider eine Thematik, die mich abgeholt wird. Auch das begegnet wieder. Wir bräuchten mal wieder einen kleinen Führer. Dieser Ruf nach dem starken Mann, der einmal aufräumt. Und ich habe mir gerade mitgeschrieben, ja, freie Wahl des Führers, natürlich nicht, ja. Ich weiß gar nicht, ob Menschen das wieder bedeuten. Ich bin dem ja viele Jahre hinterhergelaufen, war auch in dem Glauben, auch dann immer natürlich auch eine Position zu bekommen, ne, als die Vorderen, als die am Anfang dabei waren, dann auch dabei zu sein, ne, zu dieser elitären Clique nachher zu gehören, zu den Parteibonzen, zu den Politbonzen. Hier muss man schon ganz genau hinhören, was hier auch vertrieben wird und welches Gedankengut da ist. Und auch das ist heute wieder ein Gedanke, den ganz viele Menschen haben. Wir bräuchten da wieder Demokratie weg und wir bräuchten einen Führerstaat. Es gibt doch so ein kleiner Hitler, weißt du, so Krieg und Judenverfolgung muss nicht sein, aber einer, der mal hier richtig durchpackt, wo nicht diskutiert wird, das ist diese Sehnsucht nach Unfreiheit, das ist diese Sehnsucht danach, dass etwas ganz glasklar ist, man sich keine Gedanken machen muss, vielleicht nichts anderes versuchen muss nachzuvollziehen. Demokratie ist halt was Anstrengendes und es gibt Menschen, die möchten lieber den einfachen Weg gehen, sind auch bereit, ihre eigenen Freiheiten und vor allem die Freiheiten der anderen über Bord zu werfen damit, ne? Den Teil der Ideologie, der die Angriffskriege legitimierte. Der größte Fehler sei es, wenn die wahrhaften Kulturrassen,
die Träger alles menschlichen Fortschrittes, sich in ihrer pazifistischen Verblendung erschließen würden, auf neuen Bodenerwerb zu verzichten. Die kulturell besseren, allein minder rücksichtslosen Rassen würden nach kurzer Zeit ihre Vermehrung infolge ihres beschränkten Bodens begrenzen müssen, da die kulturell tieferen, aber naturhaft brutaleren Völker infolge größter Lebensflächen noch ins Unbegrenzte hinein sich fortzuvermehren in der Lage sein würden. Das war ziemlich viel auf einmal. Ungefähr 100 Jahre später stehen die Billigung, die Leugnung oder die Verharmlosung von NS-Handlungen und die Verwendung von NS-Fahnen, Abzeichen, Parolen oder Grußformen unter Strafe. Dennoch gibt es Parteien, die eindeutig in die gleiche Kerbe schlagen. Zum Beispiel die vormals als NPD bezeichnete Heimat oder der dritte Weg. Eine programmatische Analyse würde vom Kern dieses Videos wegführen, aber die Parallelen zur NSDAP zeigen sich bei der Ex-NPD zum Beispiel mehr oder weniger im Wahlprogramm. Da wären zum Beispiel die Sehnsucht nach einer klassischen Familienstruktur, das komplette Abrücken vom Asylrecht, Begriffe wie Deutschland den Deutschen oder die Gleichsetzung von Integration und Völkermord. All das spricht eine klare Sprache. Eine Säule des Nationalsozialismus. Ja, ich glaube, auf diese Dinge brauchen wir nicht so eingehen. Ich glaube, wir haben die Heimat hatten wir gerade behandelt bei ihrem grandiosen Neujahrsempfang. Wie Axel so schön sagt, ne, weigert sich irgendwie zu sterben, ne, oder ist tot, aber weigert sich umzukippen. Ist aber schön aufgebaut, muss man sagen. Für jemanden, der das konsumiert, erstmal kurze Erklärung, was bedeutet überhaupt Nationalsozialismus, und wer sich damit ein bisschen beschäftigt, versteht auch dann, was es für seine eigene Lebenswelt bedeutet. Also es ist gut gemacht. Auch schön hier die Grundlagen des Nationalsozialismus im O-Ton zu zeugen, damit keiner behaupten kann, das denkt er sich aus, der hat keine Ahnung. Sehr, sehr gut gemacht bis jetzt, finde ich auch. Also wirklich da Daumen hoch für den jungen Mann. Ne? Nationalsozialismus, nämlich die Ausbreitung des Lebensraums, rückt bei den meisten Neonazis in den Hintergrund. Denn es reiche schließlich, wenn das eigene Volk homogen ist. Da ist genug Platz. Da muss ich glauben, das ist Für mich als Neonazi, ich weiß nicht, wie es in deiner Lebenswelt war, aber der Traum ist schon von vielen Neonazis, mit denen ich zu tun hatte, und das ist im Gedankengut immer noch, es gibt immer noch den Wunsch nach gewissen Ostgebieten, wo immer noch drüber gesprochen wird. Natürlich spricht man heute auch von der Festung Europa. Europa muss sich dann als Lebensraum sein. Aber wenn man erstmal Deutschland hat, dann hört es ja nicht auf. Ne? Der Blick Richtung Ostgebiete ist auf jeden Fall noch bei Neonazis da. Ja, Verzicht ist Verrat, Philipp. Verzicht ist Verrat. Das sind doch deutsche Gebiete hier. Südtirol, Elsass, Lothringen, ja, Pommern, Schlesien. Das ist doch deutsch. Das muss doch zurück. Ne? Also dieser Gedanke, dieser revanchistische Gedanke ist ja in der extremen Rechten tief verankert gewesen, auch über die Nazi-Szene hinaus. Was das Paradoxe dabei ist, und da würde ich gerne auch mal dein Feedback haben, so aus deiner damaligen Zeit als Neonazi. Warst du auch tatsächlich so ein Deutschland in Deutschland und Deutschland muss die Krone der Welt sein, Verfechter? Weil ich war als Nazi eher jemand, der gesagt hat, Adolf Hitler hat den Nationalsozialismus eigentlich als Reichsidee angelegt, wie die Römer das gemacht haben. Und damit quasi wollte er ein Zentrum haben, wie Rom als Nabel der Welt. Das sollte Germania sein, aber das germanische Großreich, das sollte ja auch dann diese Nationalstaatlichkeit eigentlich auflösen. Das sollte ja eigentlich dann quasi ein Nazi-Europa werden. Das ist schon ein Unterschied zu dem, wie sich viele Nazis damals immer gedacht haben, ach, Deutschland, Mauern hoch, an unserem Wesen wird die Welt genesen. Was scheren mich andere Länder? Ne? Da habe ich unterschiedliche Stufen durchlaufen. Besonders als junger, radikalisierter Mensch, der sein politisches Weltbild auch noch nicht verteidigen konnte oder erklären konnte, war das für mich das Einfachste zu sagen, Deutschland in Deutschland, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Wir sind die Krone der Schöpfung. Alles muss sich nach Deutschland richten, am besten Weltherrschaft für Deutschland. Das war für mich als junger Neonazi die einfachste Erklärung. So funktioniert die Welt. Wenn Deutschland die Welt regiert, dann ist das Leben toll. Na, und das hat sich natürlich gewandelt, nachdem man sich mehr und mehr auch mit der Realpolitik, zumindest aus Neonazi-Sicht, beschäftigt hat, war mir klar, war ich schon auch ein Vertreter, in meinen 20ern Vertreter davon, es muss ein Europa der Vaterländer, das war, glaube ich, ein Begriff, der dann auch so ein bisschen aufkam und moderner wurde, war ich ein Vertreter davon, ja, ein starkes Deutschland, starkes Frankreich, starkes Großbritannien, weiß geprägt, ne, auch so ein bisschen aus den USA beeinflusst, über diese White Power. Über diese White-Power-Bewegung, es wird ein Rassenkampf, es wird ein Kulturkampf, das habe ich dann übernommen. Aber am Anfang war ich wirklich Deutschlandgrenzen hoch, aber war da auch schon ein Vertreter davon und habe immer gesagt, auch als junger Mann, das kommt auch daher, weil meine Familie dann auch aus Danzig vertrieben wurde und auch aus Pommern,
war ich als junger Mann, habe gesagt, diese Gebiete sind deutsch, die müssen zurück. Und aber da hat sich das Weltbild nachher geändert, auch in gewisse Bereiche der Realpolitik. Diese Stelle rückt aber dafür die Glorifizierung und Relativierung von NS-Taten, also des Angriffskriegs und teilweise sogar des Holocausts. Da sich mit so alten Nazi-Kram keine Sympathien gewinnen lassen, ist es wichtig, mehr oder weniger verkappte NS-Ideologie auch unter potenziellen Neuwählern und jüngeren Leuten zu verbreiten. Beim sogenannten Projekt Schulhof-CD, das 2004 in Jugendtreffs und in Schulen gestartet wurde, wurde Musik verschenkt. Und auf einem dieser Sampler, der Berlin-CD 2011, finden sich zwei Tracks von einem gewissen Max Damage. Kurzer Input zur Schulhof-CD. Das werde ich manchmal heute noch drauf angesprochen. Das war nach meiner Meinung ein größerer Medien-Coup. Sie sind damit ins Gespräch gekommen. Das war damals ein Medien-Coup, kann man wirklich so sagen. Die Verteilaktionen haben an gewissen Städten stattgefunden. Das, was ich aber auch gesehen habe, ist, dass die Kameraden sich die CDs selber hingelegt haben. Also die CDs, die produziert worden sind, hatte nachher jeder selber. Die waren auch nicht in so einer CD-Hülle, die waren nur in so einer Art Plastikschubber, so, ne? Also so. Um so ein Plastikding, genau. Das war damals, ist das eher in der Szene verbreitet worden. Auch ich hatte da einen Stapel von liegen. Das haben die Leute sich meistens selber eingesteckt, wie du richtig sagst. Und wenn es da mal zu Verteilaktionen kam, 5 Minuten, ja, bevor dann eingeschritten wurde von Lehrern oder dass dann die Polizei kam und sagte, hört auf. Also es war mehr medial nach dem Motto, hier wird jetzt auf Schulhöfe gegangen, als wie es in Deutschland tatsächlich komplett stattgefunden hat. Es gab deutschlandweit keine flächendeckende, nennenswerte Verteilung dieser CDs auf Schulhöfen. Genau, aber es sind die Medien gekommen. Auch das hatte Axel hier auf dem Kanal schon mehrmals gesagt. Es ging immer um das Spielen mit den Medien, dass wir überhaupt stattfinden, dass wir sichtbar sind. Na, da kann ich nur empfehlen, bitte nicht die Medienschulung von Lutz Bachmann, ne? Oder vom Stabal aus Mantell gucken. Hast du eine Gabel dabei, Philipp? Gib doch mal die Gabel. Gib mal die Gabel her jetzt. Ne? Kult. Negativ-Kult. Ne? Ich glaube, Axel ist auch gleich zu sehen. Ich glaube, Axel ist in dem Video hier drin. Dessen Album Blut oder Gold 9 Jahre später auch vom Dritten Weg beworben werden sollte. Aber wer ist dieser Typ überhaupt? Bekannt wurde Max, der eigentlich Julian heißt, witzigerweise durch Tracks wie Lenin, Sowjetmacht und Kommunistenpower. Irgendwann um 2010 ging es dann aber von links. Ach was, guck mal. Kurzer Input dazu, ich glaube, das wäre dein Teil. Das war damals das Outing und zu uns rüberkommen Video von Julian Fritsch. Der hat sich bei mir gemeldet gehabt damals, weil ich war damals sein großes Vorbild. Er hatte auch so einen kleinen persönlichen Bezug zu mir, weil ich in Gütersloh damals mit den dortigen Aktivisten für ein nationales Jugendzentrum demonstriert habe. Und er war dann noch bei den Gegendemonstranten dabei und hat mich dann angeschrieben, sich dafür entschuldigt. Und ja, hätte jetzt eingesehen, dass das der falsche Weg war, den er da mit seinen kommunistischen Freunden und seinen linksextremen Freunden beschritten hätte. Und er wird doch dann lieber in unsere Szene kommen. Und ich war immer jemand, der auch eine Querfront befürwortet hat, der kein Problem damit hatte, wenn Leute auch aus dem linken Spektrum zu uns rüberkamen. Im Gegenteil, das war für viele damals schon ein Problem, muss man sagen. Aber ich hatte halt damals entsprechend Einfluss und die Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, haben es ähnlich so gesehen. So habe ich ihm dann den Weg bereitet und auch Kritiker dann mich entgegengestellt, damit er dann zu uns kommen kann. Und das war damals so ein Interview, was ich geführt habe. Und Axel. Mal zu präsentieren. Das war für uns propagandistisch natürlich sehr wichtig zu sagen, ah, guck mal, da sitzt jetzt einer von den extrem Linken, der sagt, was für Lappen das alles sind und dass wir die einzig wahre Alternative sind und boah, geil. Und für ihn war es natürlich dann die Möglichkeit, sich dann aus seiner neuen Szene, wo er unbedingt hinein wollte, dann vorzustellen und als 1000-Prozentiger dann auch zu zeigen, der bereut, was er früher gemacht hat. Ne? Man muss es auch sagen, vielleicht warst du auch ein bisschen mit Vorreiter, du kannst das gerne sagen, wenn ich mich da so ein bisschen täusche. Natürlich hat es die Sprünge immer mal gegeben, auch aus dem Bereich links, radikal links, Extremismus, auch in den Rechtsextremismus. Aber das war noch verpönt, ne? Wenn man einmal im Extremismus irgendwo drin war und dann die Seite gewechselt hat, das ist heute ja nicht mehr so, ne? Das ist aufgeweicht worden. Aber das war besonders in den 90er und 2000er noch, ne, wenn man vorher mal in einer extremistischen Szene war, war man für die andere verbrannt, selbst wenn man wechseln wollte, sozusagen, so komisch das klingt.
ja, ist so, ich habe auch noch erlebt, wie Horst Mahler, der dann ja jemand sehr Bekanntes war, der dann ja auch ultra extrem geworden ist, NPD-Anwalt war im Verbotsverfahren, als der die ersten Veranstaltungen gemacht hat, haben wir die auch besucht. Da gab es große Teile der Leute, die da saßen, die die Arme verschränkt haben und nachher sagten so, hier einmal linksextrem, immer linksextrem, der braucht gar nicht ankommen. Trojanisches Pferd, was will der hier? Ja, genau. Da gab es Leute, die haben den Saal verlassen, wenn der angekündigt wurde. Das hat sich heute alles im Wohlgefallen aufgelöst. Da sind diese auch geschlossenen Weltbilder aufgebrochen. Wir haben ja eher jetzt eine Form von Extremismus, die so ein bisschen wie ein Gemischtwarenladen ist. Ich nehme mir davon was und hiervon was und bastel mein Weltbild. Aber damals, Max Damage hatte auch noch damit zu kämpfen, dass viele sagten so, boah, Alter, und was wollen wir jetzt mit dem? Aber ich habe direkt erkannt gehabt, dass das wichtig ist, weil er eben ein ganz anderes Klientel ansprechen konnte, weil er als Rapper ja auch da eine Kulturrichtung beackerte, die für uns unerreichbar war. Und das Lustige war, ich habe es dir schon mal erzählt, die kleine Story, mein damaliger Medienmann, der jetzt zum Glück auch ausgestiegen ist, der hat damals Max Damage schon gehört, als er noch linksextrem war. Max Damage war damals aber schon als Kommunist, Stalinist, war da auch antijüdisch unterwegs und er hat das abgefeiert und sagte, boah, geil, wär's, wenn wir so einen doch auch bei uns hätten. Und ich dachte mir auch, ja, könnte man mitarbeiten propagandistisch, ne? Und so eine Woche später oder so kriegte ich dann plötzlich Post von Julian Fritsch, der sagte, hey, ich bin Max Damage. Und ich habe das für einen Witz gehalten. Ich habe dann nicht darauf reagiert und habe dann meinen Kumpel angesprochen da und sagte, ich so, Alter, willst du mich verarschen? Komm, wir reden darüber. Ich schreibe mir so eine Mail. Was hast du gedacht, dass ich da jetzt freudig zurückschreibe und du kannst sagen, April, April, Axel? Der guckte mich ganz verdutzt entgeistert an, sagte, Alter, hast du was geraucht? Wovon redest du? Ne? Und ich so, ja, hier, Max Damage, haben wir darüber geredet, du hast doch die Mail geschrieben. Ich dachte, Alter, war ich nicht. Und da dämmerte mir, boah, wäre jetzt aber ein komischer Zufall, schrieb dann zurück und habe festgestellt, es war tatsächlich Max Damage. Ne? Und dann haben wir uns auch sehr schnell getroffen, besprochen und er war da sehr unterwürfig, sehr servil, also sich immer wieder am Entschuldigen, es tut mir leid, auf dem falschen Weg und ich möchte so gern zu euch gehören und bla bla bla. Und ja, ich habe dann direkt die Chance erkannt und dann kurz darauf dann so eine Videoreihe mit ihm aufgenommen. Man muss es ja auch sagen, also selbst wenn ich den Max Damage sehe im Internet oder so, ich habe immer ziemlich softe Vibes. Also der kann grimmig gucken, der kann grimmig ins Mikro rappen, ist für mich also wie ein Stück Butter, 30 Grad direkt in der Sonne. Das ist, also das zerläuft. Da kommt bei mir gar nichts Hartes rüber. Also das ist halt, da sehe ich auch einfach einen verletzten, gekränkten jungen Mann, der irgendwann losgegangen ist und dann irgendwann mit 45 am Fliesentisch hoffentlich auch irgendwie aufwacht. Ja, zwei Inputs dazu. Also tatsächlich am Ende dieses Zweiteilers war es, glaube ich, habe eben Reihe gesagt, das waren zwei Teile, die wir aufgenommen haben als Interview. Wollte er dann auch so mit seinem Signature-Move-Blick dann nochmal seine alten Genossen ansprechen und hat dann wirklich sich dahingesetzt, so als wenn er eine Woche Verstopfung hätte und dann böse in die Kamera geguckt, um denen eine Ansage zu machen. Das mussten wir mehrfach aufnehmen, weil er damit nicht zufrieden war. Ne? Ach nee, das war nicht hart genug, können wir nochmal? Das war schon so cringe, wo ich dachte, oh, Alter. Das war nicht hart genug, ja. Geil, okay. War nicht hart genug, das haben wir mehrfach aufgenommen. Aber der harte Max Damage, seine Lebenswirklichkeit, ja, also Gütersloh, wo er herkommt. Ich bin bei ihm auch zu Hause eingeladen worden, habe seine Mutter kennengelernt. Also er war schon ein ziemliches Muttersöhnchen. Immer dann, ja, Mama und hier Mama und da Mama. Hatte damals dann auch eine unpolitische Freundin und ja, dann konnte er auch mal nicht auf Demo, weil er seiner Freundin zugesagt hatte, sie zum Harfeunterricht zu fahren. Ja, und das war dann der Real Max Damage, der eigentlich nie wirklich so diesen Aktivismus gelebt hat, den er in seinen Musikstücken gepredigt hat. Und wenn es irgendeinen Gegenwind gab, ja, wenn da mal eine Hausdurchsuchung war oder wenn da mal irgendwas war, dann ist er sofort eingeknickt. Ja, und auch, werde ich auch nie vergessen, der war mal auf eine Demo mit und war dann richtig knatschig wie ein kleines Kind, weil er nicht genug Schlaf bekommen hat. Ja, und fing dann wirklich an der Raststätte, ja, und ich muss jetzt schlafen, ich habe so Kopfschmerzen und müsste die Musik jetzt laufen lassen. Und, also eine richtige verkackte Diva, die einen totalen Kontrast dargestellt hat zu dem Bild, was er krampfhaft nach außen vermitteln will. Ne? Deswegen ist auch kein Wunder, wenn ich solche Real Talk hier mache über ihn, den ich ihn ja persönlich kennengelernt habe, auch im Privaten, dass er das natürlich dann gerne sperren lassen möchte und ein Interesse daran hat, dass das nicht hochkommt.
er wird dann vielleicht wieder darauf reagieren, um Mist auf mich zu werfen und so. Kannst du gerne machen, geht mir am Arsch vorbei. Aber Leute, wenn ihr den abfeiert als harten Kerl, als Kämpfer, als einen, der besonders radikal und extrem ist, der Typ, der ist so weich wie Butter. Philipp hat es vollkommen richtig auf den Punkt gebracht. Es ist spürt man auch, die Vibes hat man einfach. Falscher Schein ist das, nichts anderes. Links nach rechts. Und einer der Hauptgründe dafür war die zunehmende Verweichlichung der linken Szene. Wir reden von Dingen, von Nazis aus Mauer, tralala, von all dem. Und es ist eben sowas, wo es auch zu Problemsituationen kommt. Da stellt sich einer vielleicht drauf ein und sagt, ja komm, ich bin jetzt mal so mutig, ich hau mal einen aufs Maul. Dann braucht er aber nicht damit rechnen, ja, dass die Kollegen zurückkommen und ihm helfen, sondern im Gegenteil, die gehen weiter. Das hatten wir oft genug. Das ist symptomatisch und bezeichnend für die komplette linke Szene in Deutschland. Schön antideutsch, man ist ein guter Linker und verteidigt die Juden, also um jeden Preis. Ja. Das heißt, die ursprünglichen Linken sind schon längst in der Minderheit, während gerade die Jungen, gerade die 14-, 15-, 16-Jährigen, da wo es anfängt, in die Fänge der Antideutschen, Deutschen gezogen werden, sich teilweise überhaupt nicht im Klaren sind, dass ihre Position, die sie da vertreten, nichts mit Freiheit zu tun haben, nichts mit Menschlichkeit, nichts mit ursprünglichen Idealen der Linken, wie es in den vielleicht in den 60er und 70er ganz, Jahren. Ganz im Gegensatz zum Nationalsozialismus, weißt du, Freiheit, Menschlichkeit, also das Erste, was einem einfällt, wenn man an Nazis denkt, oder? Mit die ersten Sachen, die ich aufschreiben würde. Also auf dieses Video haben wir auch schon separat reacted, ne? Wie differenziert er die Antideutschen einordnet, wird auf Maxismus, seinem bekanntesten Mixtape, deutlich. Hier rappt er. Mein Stopp-Mensch, bin kein gut Mensch, wie du mit all den Pflanzen-Snacks. Müsli-Riegeln und Schuhwerk, das nicht aus Bangladesch geliefert wird. Kacke, ihr ganzen verschwitzten Pazifisten-Veganer, ey. Hängt euch auf von euren aus dem Arsch gezogenen Sexismus-Debatten. F***t euch alle ins Knie gegenseitig, ey, damit ihr wieder wisst, ob ihr Männlein oder Weiblein seid. Schiebt euch eure Pseudomoral ganz tief in eure Soja-Ärsche rein. Die Revolution. Nur starke. Ja, das ist so typisch. Da hat sich gar nicht viel geändert. Das könnte er heute noch 1:1 auf eine neue Platte irgendwo packen. Das ist, der ist einfach ein wütender, verloren gegangener junger Mann. Mehr höre ich da nicht raus. Ne? Also, er kritisiert ja auch innerhalb der Rechtsextremszene. Da sind jetzt auch nicht wieder alle ganz straight. Ne? Wir wissen um das Diss-Video gegen Patrick Stabal. Schröder, was er da gemacht hat, ne, wo er richtig rausgehauen wurde. Ne, da wurden, glaube ich, 5, 6, 7 Minuten ging das Video, wo richtig ausgeteilt wurde. Ja, die sind ja sogar noch hingefahren, wo Patrick Schröder wohnt und haben dann da auch so in Antifa-Manier bei ihm vor der Haustür aufgenommen. Ja, echte Kameraden halt also. Aber ich finde das sehr bemerkenswert, dass Julian Fritsch hier sich als Gralshüter der echten Aktivisten aufspielt und meint, entscheiden zu können, wer echter Nazi ist oder wer nicht. Weil, ich erzähle es jetzt einfach nochmal, es ist eine schöne Geschichte, da wird er sich wieder drüber freuen. Findet sich auch übrigens in meinem Buch wieder, da habe ich sie auch verewigt für ihn, damit sie nicht in Vergessenheit gerät, mein lieber Julian. Als er dann ja rübergekommen ist und ganz stolz war, jetzt dann Nazi zu sein, war auch bei Kameraden in Aachen, die damals sehr extrem unterwegs waren, Kameradschaft Aachener Land zu Gast. Und ist dann von denen zum Bahnhof gebracht worden. Und am Bahnhof in Aachen in der Nähe gibt es ein autonomes Zentrum, wo halt eben dann Linksextreme unterwegs sind. Und die haben den erkannt. Das war damals natürlich für die auch ein großer Schock, dass einer aus ihren Reihen, in Anführungsstrichen, oder aus ihrer Szene dann so zu uns rübergewechselt ist und da so ein Renommee erfahren hat. Die haben den also erkannt, haben ein paar Leute dann gesammelt, haben sich um den rumgeschart und ihn dann also erstmal verbal angemacht nach dem Motto, hier Alter, was soll die Scheiße, bist du jetzt Fasche oder was, bist du bei den Nazis und haben das auch gefilmt. Und ja, was hat Max Damage gemacht? Der echte Kämpfer, der treu deutsche Kamerad, ja, der bis zum Tode mit der Fahne in der Hand für seine Ideale einsteht. Ja, er hat gejammert und nein, nein, ich bin kein Nazi, nein, nein, das stimmt nicht, nein, 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 nein. Ist dann in eine Bäckerei geflüchtet und hat dann mich angerufen, war wirklich am Heulen. Ja, und Axel, und was ist jetzt? Und wenn die das veröffentlichen? Und was sagen dann die Kameraden? Und oh mein Gott, was soll ich denn jetzt tun? Und ich habe ihn da erstmal kalmiert und gesagt, ja, da können wir uns immer noch was ausdenken. Notfalls behaupten wir einfach, ist gefaked, das bist nicht du, aber bleib jetzt erstmal ruhig. Ja? Aber das zeigt halt, wie er wirklich ist, ja, wie es auch für ihn gelaufen ist, wenn er wirklich mal in die Situation kam, dann mal hier echt dazustehen und zu schlagen. Ne? Axel, das war dann der
wirkliche Julian Fritsch, nicht die Kunstfigur Max Damage. Ne? Axel, ist halt ein Unterschied, sich im Hafezimmer hinzusetzen und dann ein paar Lines zu spitten und da einen Harten zu machen, Revolution, Angriff, Kampf, alle platt machen, ja, und dann wirklich auf die Straße zu gehen. Ne? Da ist halt ein Unterschied. Oder wenn man dann sich mit 20 Kameraden trifft, auch das kennen wir, da wird man 3 Meter groß, 3 Meter breit auf einmal. Ja, ist halt, ich tut mir leid, ich kann ihn einfach grundsätzlich nicht ernst nehmen. Heterosexuelle. Ich würde auch noch ganz kurz einschränken, Philipp. Also bevor wir ihn jetzt hier zum Heiligen erklären, also der ist sehr soft, der ist mehr Schein als Sein, aber er hat auch gefährliche Tendenzen, diese Leute auch haben. Denn wenn er aus dem Hinterhalt heraus agieren kann oder mit seinen Kameraden zusammen, ist der Brand gefährlich. Und ich kann den Wahrheitsgehalt nicht überprüfen, aber er hat immer schon gerne erzählt, das ist so eine Geschichte, die auch heute noch in der Szene kursiert, dass er als in Gütersloh die antideutsche Band Tokotronik aufgetreten ist, er wohl da irgendwie was abgefackelt hat. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Er hat das selber immer so dargestellt, als wenn er das gewesen wäre. Also auch solche Leute können brandgefährlich sein, weil sie ja irgendwo schon meinen, sich beweisen zu müssen. Ja, und wenn ich meinte das vielleicht auch eher in die Richtung, also wenn bei mir jemand aus dem Umfeld irgendwo hingegangen wäre und hängt bei uns in der Kameradschaft rum und bezeichnet sich dann als Teil dieser Kameradschaft, als Teil dieser Ideologie, Teil dieser Bewegung. Und wenn er außerhalb dann allein unterwegs und das alles verleugnen würde, hätte es bei uns intern, hätte es wahrscheinlich eine Watschen gegeben. Ja, gerade für jemanden, der ohnehin gegen Vorbehalte anzukämpfen hatte und sagten, ah, der ist nicht real, der war mal extrem links und Kommunist und jetzt will er Nazi sein. Wenn dem kurz nach seinem Übertritt sowas widerfährt, hätte ihn das richtig fertig machen können. Ich habe mich wirklich gewundert, warum damals da die Leute aus dem autonomen Zentrum in Aachen diese Aufnahmen nicht veröffentlicht haben, weil das hätte dem richtig Probleme bereitet. Ne? Ja, also hier der Aufruf, falls es diese Datei gibt, gerne zuspielen. Können echte Männer sein oder so. Aber diese Ökos sind nicht nur Weichlinge. Sie können auch anders. Wie der Rapper auf dem Track Antideutsche erklärt. Yeah. Pass gut auf. Wir tätowieren euch im Schlaf, sodass am nächsten Tag ihr endlich eure wahre Bedeutung erahnt. Wisst, was ihr seid, wisst, was ihr wollt. Ihr wollt ein Volk über dem anderen, wie früher der Führer ist kalt. Ihr seid das Letzte, was man links nennt. Ich würde eher ab als euch links nennen. Dadurch, dass sie andere Völker über die Deutschen stellen, sind die Linken die eigentlichen Nazis. Die sind nämlich noch schlimmer als Hitler. Zum Beispiel, wenn sie ein veganes Schnitzel bestellen, sich über Homophobie aufregen oder sich für bessere Lebensbedingungen in der dritten Welt einsetzen. Zusätzlich zu dieser NS-Relativierung werden im dritten Part des Tracks schließlich die Strippenzieher der linken Diktatur benannt. Lass den da brennen, brennen, lass sie im untergehen, untergehen. Und hier wird das. Ja, das ist was, das hätte man mit krasser Rechtsrockmusik unterlegen können, ist 1:1 Tonalität. Na, braucht man gar nichts. Deswegen wurde er schon von Teilen unserer Szene damals abgefeiert. Er war auch, muss man dazu sagen, in der linksextremen Szene schwer umstritten, ja, weil er Stalinist war, weil er hier eben auch so einen krassen Antisemitismus und wirklich solche Parolen von sich gegeben hat und ihm blieb letztlich irgendwann auch nichts anderes mehr übrig, als in unsere Szene zu wechseln, weil er in seiner Szene einfach auch nicht mehr den Hype und den Applaus bekommen hat, den er sich einfach wünscht und erhofft, weil das muss man sagen, das ist die Triebfeder bei Julian Fritsch, Egozentrik. Er möchte als Kämpfer wahrgenommen werden, er möchte den Applaus, er möchte dieses Gemeinschaftsdenken haben, eben weil ich alleine mich nicht wehren kann, wenn ein paar Linke auf mich zukommen und ich dann behaupte, kein Nazi zu sein, will ich lieber die 30 Kameraden hinter mir und derjenige sein, der dann selber austeilt. Ne? Das ist die Motivation bei diesem ja, armen, kleinen, gekränkten jungen Mann. Ne? Das Motiv des Kulturmarxismus, die von den Juden / Linken initiierte Zersetzung der Kultur, besonders deutlich. Trotzdem wehrt sich der Rapper gegen den Vorwurf des Antisemitismus. Wenn man mit diesen Leuten, mit Antideutschen, eine ernsthafte Diskussion treten möchte, dann ist das Totschlagargument Antisemit. Das ist praktisch deren ganze Argumentationsweise. Es wird immer wieder auf Auschwitz hingewiesen und damit soll alles gerechtfertigt werden, was der israelische Staat heutzutage an Verbrechen gegen die Palästinenser verübt oder auch gegen andere Völker verübt hat und mit seiner Weltpolitik noch immer verübt. Also, wir wissen ja mittlerweile alle. Also mit dieser Aussage könnte er jetzt auch so bei fast jeder Pro-Palästina-Demo auftreten, das muss man sagen. Das ist ja so ein Narrativ.
Ja, das haben wir hier auch schon gehört. Man darf Israel nicht kritisieren. Dann kommt Antisemitismus als Totschlagargument und die Juden machen haben damit eine Deutungshoheit. Und das sind ja diese gängigen, immer wieder vorgeschobenen Argumente, Pseudo-Argumente, um einer inhaltlichen Diskussion aus dem Weg zu gehen. Ne? Weil genau so, wie er jetzt sagt, so, ja, die kommen mit dem Totschlagargument. Alter, was anderes ist es denn als Antisemitismus, wenn du davon sprichst, Giftgas in jüdische Siedlungen einleiten zu wollen? Was anderes als Antisemitismus ist es, wenn du die alte Legende aufwärmst, der Jude wäre der Strippenzieher der Mächtigen, würde hinter dem Kapital, den Banken, den Medien stehen, dann ist das Antisemitismus ohne Wenn und Aber. Axel, und man kann ganz klar kann man die Politik Israels kritisieren, aber das halt ohne Antisemitismus. Also ja, das ist doch ganz einfach. Natürlich kann man dort die Entscheidung auch von Netanyahu oder so kritisieren und das passiert auch. Also das ist so undifferenziert. In Israel selber demonstrieren unglaubliche Massen der Bevölkerung gegen den Rechtsruck in der Regierung, gegen Aussagen von Fanatikern, die da sitzen und mit rechtsradikalen Positionen hausieren. Ja, aber es ist generell schon antisemitisch, wenn ich die Regierung Israels oder Teile der Regierung mit allen weltweit lebenden Menschen jüdischen Glaubens gleichsetze. Ja, ich muss nicht in Deutschland vor eine Synagoge gehen, wo Deutsche jüdischen Glaubens leben und sagen von wegen, ja, ihr seid dafür verantwortlich, was in Israel passiert. Das ist schon Antisemitismus. Dass Israel-Kritik, vor allem wenn sie so undifferenziert ist, eine Maske für judenfeindliche Äußerungen gang und gäbe ist. Aber ja, man könnte ihm hier ja vielleicht noch ganz, ganz wohlwollend krasse Ignoranz unterstellen. Aber nur, wenn man andere Lines auf dem Album ignoriert. Ich leite Giftgas, lyrische Siedlungen, die ich hab kein Gefühl im Sinn, ich fühle nur Hate. Immer eisgekühlt wie Gin, ich gehe on stage. Füll mal durch das Bild wie Bin Laden, bin das der wilde Westen, wer echt der wilde Bill. Jim Beam und Jack Daniels helfen mir bei Kill the Bill. Kaulitz, so wie in Auschwitz. Neben solchen Zeilen bezeichnet... Ja, das ist ja auch... Das sind schon mit so die härtesten Texte, die dann auch im Rechtsrock abgefeiert werden würden, ja, die dann unterm Ladentisch verkauft werden würden. Das, also viel, viel mehr Antisemit kann man auch nicht sein, als das, was hier besungen wird. Wie gesagt, interessant, das war noch zu seiner Zeit als Kommunist, als Stalinist. Ne? Das war noch zu seiner Zeit in der linksextremen Szene, als diese Lines entstanden sind. Bezeichnete er in einem Interview Holocaust-Leugner Horst Mahler als sein Vorbild und riet den Zuschauern bei der Shoah mal, naja, ihr wisst schon, seine eigene Meinung zu bilden. Diesen Leuten, die jetzt am Überlegen sind, was das Richtige für sie ist, denen kann ich nur wärmstens empfehlen, sich zu informieren im Internet, auch mal die andere Seite kennenlernen, gerade was geschichtliche Fakten auch betrifft, ich muss dann jetzt nicht näher drauf eingehen, alle wissen, was gemeint ist, sich auch mal Dokumentationen angucken von Leuten, die in der wissenschaftlichen Elite als Pseudowissenschaftler verschrien sind, nur eben, weil sie vielleicht etwas mit Beweisen unterlegt, aufgedeckt haben, das eben ein ganz anderes Bild von der Geschichte zeichnet, als wir es kennen, als wir es in der Schule gesagt bekommen. Während Max Demme. Das klassische Narrativ, es ist das, was mir als 16-, 17-jähriger Neonazi mitgegeben wurde. Da gibt es andere Fakten, da gibt es Quellen, die sind unterdrückt. Das ist verboten, weil da die Wahrheit drinsteckt. Das ist genau so, wie ich zum Antisemiten erzogen wurde, als ich 15, 16, 17 war. Das ist genau das Narrativ, das hier gesagt wird. Vor allem, es hat ja die Verschwörungstheorie immanent. Ja, es werden Leute zensiert und ausgegrenzt, weil sie Fakten benennen, die einfach nicht hören wollen. Hier sind Leute dahinter, die Macht haben, so etwas ungehört sein zu lassen, die eine offizielle Geschichtsschreibung vornehmen, die nicht mit der Realität in Einklang steht. Also schon eine absolute Feindschaft, nicht nur der Politik gegenüber, sondern auch der Wissenschaft gegenüber, der Geschichtsschreibung gegenüber, allen Medien gegenüber. Natürlich weltweit muss ja dies passieren. Das ist auf so vielen Ebenen gefährlich und wirr und irre, aber sehr wirkungsmächtig, gerade wenn so jemand das dann raushaut. Ne? Weil hier sitzt jetzt kein 80-jähriger Revisionist. Ich muss mal kurz zur Tür. Ja, guck mal. Dann schaue ich in der Zeit mal kurz in den Chat, ob ihr Fragen habt, liebe Leute. So, Philipp ist beschäftigt, der muss hier seine neuen Motherboards abholen, in der Hoffnung, dass eins mal funktioniert. Ja, Horst Mahler ist mir in Erinnerung geblieben, wie er Michael Friedmann begrüßte, schreibt Stefan Jörg Süß. Ja, ganz, ganz übel. Komisch, dass der dann in Haft gegangen ist und noch komischer, dass jemand, der so eklatant und so vehement gegen das Strafrecht verstoßen hat, dann irgendwann auch mal in Haft gelandet ist. Nee. Ne? So, Entschuldigung.
Nee, gar kein Problem. Ja, Metal Dome schreibt gerade Gefühle größer Fakten. So einfach ist es. Ja. Edge auf seinem 2010er Album noch die Todesstrafe für Islamophoben forderte, sollten die folgenden Jahre die Transformation zum Vorzeigeneonazi perfekt machen. Der Name seines Labels Reconquista Records, ein Verweis auf die christliche Rückeroberung muslimischer Gebiete auf der Iberischen Halbinsel, gab die Marschroute vor. Auf dem Album 2033, Zwinker, Zwinker, fand sich nicht mehr nur Hass gegen Juden, sondern gegen sämtliche Migranten. Vergiss die Baumwollplantagemusik, Mann, ich befrei keine Sklaven, das hier ist weißer Rap. Und an all die lieben Leute, die gerne mal Deutsche jagen, es kommt der Tag, da habt ihr alle ein brennendes Kreuz im Garten. Wie du heißt es gleich, mir sind deine Roots egal, ob du aus Kamerun bist, Senegal oder den USA. Pack dich in Schiff zurück aufs Meer, ich bin kein Image-Typ wie Flair, ich bin die echte neue deutsche Welle. Blutalarm, Funke, ich kann zurück Nazi nennen, mach mal während Mehmet deine Rente mit Sozialzuschüssen durchbringt. Und dann sag's mir, wenn dich was an der Einstellung stört, sag's mir ins Gesicht und wir regeln das mal eben mittelalterlich. Es ist mir egal, was du sagst, ich bin ein Rassist und das Tag für Tag. Ich geb keine auf die Presse und nicht auf Israel, es interessiert mich nicht. Halt einfach die Fresse! Der Rapper stellt sich öfter. Ja, da war nun wirklich alles drin, auch, also diese Lines, die wir jetzt hier alle gehört haben, da war wirklich alles drin. Ist ein ganz einfach erklärtes Weltbild. Das ist das, was Leute schnell abholt, die in die Materie nicht tief eintauchen wollen. Und zwar kriegt man hier ein ganzes Weltbild vermittelt innerhalb kürzester Zeit. Das ist jemand, der sich mit Politik gar nicht beschäftigen möchte. Okay, hier ist die Überhebung der weißen Rasse, es ist Antisemitismus drin, es ist Islamophobie drin. Das kann man eins zu eins übernehmen. Das ist das Gefährliche, was dann auch in junge Gehirne oder auch, was wir ja auch sehen, in ältere Gehirne eingepflanzt werden kann. Und so einfach wird dann die Welt erklärt. Naja, vor allem mit diesem Rebellen-Image verknüpft, ja. Das ist ja für viele im Rap ja diese Outlaw-Mentalität ja prägend und er bringt das halt dann für die Neonazi-Szene rüber, indem er sagt so, hey, klar, ich bin Rassist und ich kann auch weißen Rap machen und das ist auf sehr, sehr vielen Ebenen gefährlich, weil es wirklich, wirklich neu war und wirklich auch sehr wirkungsmächtig war, ja. Öffentlich gegen alles, das nicht seinem deutschen weißen Idealbild entspricht. Die da oben haben Angst, denn ich brenn schnell wie Benzin. Das halbe Land hat meine Tracks auf dem Handy. Ich erzieh die Kinder von Hippies zu Patrioten. Wenn sie fragen, nenn mich N-A-Z-I-N-G. Und was macht Julian Fritsch heute? Naja, auf dem nationalrevolutionären Weihnachtsmarkt des Dritten Wegs in Hilchenbach vor kurzem gab es einen Auftritt von ihm. Sein letztes Album, Weiß, Männlich, Kampfbereit, das natürlich keine Sau interessiert hat, lässt er ahnen, dass der Rapper auch heute noch nicht von seinem Glaubensmodell abgerückt ist. Aber seien wir mal ehrlich, wen kümmert der Typ denn wirklich? Max Damage war das bekannteste Beispiel eines NS-Rappers und trotzdem kennen ihn die wenigsten. Was zu der Annahme verleiten könnte, dass Nazis im Deutschrap nun wirklich gar keine Rolle spielen. Das muss man leider sagen, dass bei TikTok, und ich halte ja TikTok immer noch für die gefährlichste App, die im Umlauf ist, mit diesem Algorithmus, mit dem Beschallen, man braucht ein Video nur ein paar Sekunden gucken, wird man danach mit ähnlichen Videos dauerbeschallt, ist dort leider ein gewisser Erfolg von dieser Musik zu verzeichnen. Also es wäre schlimm, wenn wir das hier auch verheimlichen, weil es kurze Lines, die da geschnitten werden, kurze Schnipsel, ich sage mal 15, 20, 30 Sekunden, vielleicht mal eine Minute, wo dann die Lines rausgezogen werden, die da reingerappt werden, die dann schnelle Herzchen bekommen bei TikTok. Das funktioniert leider. Vor allem die Professionalität ist heute ja eine ganz andere. Es kann ja heute mit geringem technischen Aufwand wirklich Tracks gemacht werden, die wir früher nur in Studioqualität auf MTV und Viva kannten. Ja? Das ist ja heute schnell gemacht, schnell verbreitet. Und die wenigen Neonazis, die wenigen Rechtsextremisten im Vergleich zur Gesamtbevölkerung können aber sehr wirkungsmächtig Dinge teilen und auch den Anschein erwecken, dass da viel mehr dahinter steht, weil die den ganzen Tag nichts anderes machen, als ihre Propaganda rauszuhauen, während normale Menschen halt auch ein normales Leben haben. Ne? Und da kann schon sehr, sehr viel entstehen, dass da so eine Dauerbeschallung stattfindet und immer mehr Content auch rausgehauen wird, der dann tatsächlich irgendwo auch Leute findet, die wieder darauf reinfallen. Ne? Aber dann kam der 1. Januar 2023. Steven Feldman wurde bei Beast Kitchen wie eine Art Zirkustier behandelt. Eine Attraktion, die für ihr schlichtes Auftreten einen Haufen Klicks garantieren konnte. Und wer würde da nicht zuschlagen, ne? Ja, er hat die Büchse der Pandora. Ja, auch hier muss ich vielleicht ein bisschen relativieren. Ich glaube schon, dass der Ansatz des Charo und Tristan da einen Ansatz hatten, das aufzuzeigen. Sie waren nur dem Thema vielleicht nicht gewappnet. Das muss man sagen. Das ist
Man darf nicht vergessen, der Steven Feldmann beschäftigt sich weder mit Arbeit, noch mit Familie, noch mit Freunden, noch irgendwas. Das Einzige, womit er sich beschäftigt, ist den ganzen Tag sein ideologisches Weltbild dort zu verfestigen, da tiefer einzutauchen. Und Schau beschäftigt sich mit vielen anderen Dingen. Ich glaube schon, die Intention war gut. Es ist halt nur hundsmiserabel umgesetzt worden. Sehe ich auch so, also Scharo wollte hier nicht einfach nur Klicks generieren und sagen so, ey, ich setze da einen Neonazi hin und geil. Ich denke schon, dass er einen ehrlichen Anspruch hatte zu verstehen, Alter, was erzählt der und warum ist der so und ich will ja mit dem reden. Ne? Also wie gesagt, gute Intention, aber verdammt schlecht umgesetzt. War überhaupt erst geöffnet, aber lassen wir Scharo mal in Ruhe. Er hat daraus gelernt. Nein, hat er nicht. Er hat kurz danach den nächsten Extremisten vor die Kamera geholt. Ja, Scharo war unvorbereitet. Aber immerhin haben er und sein Kameramann Kontra gegeben und dem Nazi keinerlei Sympathie dargeboten. Das überließ er jemand anderem. Oh, mir gruselt's, ist... Moment. Verstehe ich das richtig, dass Sie als, sagen wir mal, schwarzer Rapper, ich zitiere, Habibi Steven sein Herz küssen, nachdem Sie Bushidos Aussprache des Wortes weniger damit vergelten wollten, seinen Kopf, salopp gesagt, mit einer Machete zu zerteilen? Was erzählt ihr mir für einen Scheiß? Jetzt kommt mir jeder hier von der Seite, der Manuel hat mit dem Neonazi geredet. Lack, haltet eure Fressen, Alter. Haltet eure Fressen. Doch, guck mal, das Problem ist, was die Leute nicht wissen, der ist der Einzige, der sich in der Öffentlichkeit noch nie irgendein eine Rasse oder ausländische feindliche Aussagen gemacht hat, respektlos gegen eine Nation angetreten ist. Es tut mir leid, aber die beiden... Alter, das kann ich ja noch gar nicht. Hat er das jetzt ernsthaft behauptet? Also ein Typ, der vor ausländerfeindlichen, antisemitischen Plakaten der Rechte steht, ja, der in Streams von der Überlegenheit der weißen Rasse faselt, ja, der auf Demonstrationen Ausländer rausruft, ja, der hat sich nie despektierlich gegen irgendjemand anderen geäußert, alles Lüge, der kann gar kein Nazi sein, Alter, wie kann man hier so eine Scheiße erzählen, Alter? Weißt du, haltet doch die Fresse einfach, ey, warum Kritik, ey, ich will Lob haben, ey, für Arbeit hier, Alter. Mann, das ist so, das ist Realsatire. Das ist wirklich Realsatire. Das könntest du so senden in einer Comedy-Sendung. Die Leute würden sagen, boah, Alter, ziemlich krass, aber geile Satire-App. Ne? Kannst du dir ausdenken, ey. Ich kann es auch nur empfehlen. Ich bin da leider blockiert. Ich habe dann ja ein paar Mal reingeguckt, wenn Manuelsen mit seinem Kumpel, ich weiß nicht, wie der heißt, dort streamt. Das ist großes Kino. Das ist so Sozialporno, dass man da sitzt und sagt, das ist irgendwie, man muss es selber gesehen haben, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, also ich ertrage das dann so 7-8 Minuten und habe dann das Gefühl irgendwie, ich muss jetzt ein Hundewelpen-Video gucken. Es ist mit einer ganz, ganz starken, aggressiven, erhöhten Art, die Manuel und sein Kumpel da, Jihad al-Zain, auch aus dem Clan-Umfeld oder so. Oh Gott, was die beiden da sagen, das ist Wahnsinn. Also Manuelsen hat mich ja schon mehrmals attackiert oder sonst was. NRW-Verbot incoming. Oh, Digga. Dankeschön. Philipp, der hat gesagt, der fährt vorbei und dann klärt er das mit dir persönlich. Ne? Also dann ist hier, ne? Also Vorsicht, Philipp. Keine Kritik. Der Mann darf nicht kritisiert werden. Ja? Muss einfach nett sein wie Habibi, Steven und dann küsst er auch dein Herz. Ne? Wäre es nicht einfacher, bei dir vorbeizufahren statt zu mir? Weil zu dir ist es kürzer. Ja, aber zu mir ist kürzer, aber ich bin ja kein richtiger Gegner für ihn. Ich auch nicht mehr. Ich möchte auch nicht. Das ist ja, aber Philipp, jetzt red dich hier nicht raus. Ne? Also lass dir lieber das Herz küssen. Ja? Also musst einfach nur Respekt zeigen. Einfach mal sagen, ey, komm, Manuelsen, ich finde dich total geil. Alles, was du da gemacht hast, finde ich super. Du hast keine Fehler. Du bist der beste Mensch, der jemals geboren wurde auf der ganzen Erde für alle Zeit. Und dann ist der auch nett. Dann ist der auch ganz anders, der Manuelsen, glaube ich. Ne? Also der ist schon einfach jemand, der Wert auf Etikette legt, finde ich. Frau kommt aus Haiti. Wie siehst du das? Also ich will grundsätzlich erstmal ablehnen, dass du überhaupt ein Kind mit einer Frau aus Haiti hast. Das sehe ich als falsch an. Er hat noch nie gesagt, die Sau oder die scheiß Araber. Oder sonst irgendetwas. Hat er noch nie in der Öffentlichkeit gesagt. Also er ist erstmal grundsätzlich, und das ist der Begriff, es tut mir leid, dass ich das hier so sage, aber wir sprechen über Real Talk-Welten da auch da draußen. Und das ist die ganz klassische Ablehnung von Rassenschande und Rassenvermischung. Das ist ganz klar völkisches, rassistisches, klassisches Neonazi-Talk, dass man sich nicht rassenextern vermischen darf. Das ist das, was ich 15 Jahre ausgelebt habe.
Philipp, jemand, der Ausländer herausfordert, ja, der sagt, es darf keine gemischtrassigen Kinder geben, da bin ich gegen, das möchte ich nicht. Und wenn dann unsere Machtergreifung kommt, dann muss seine Frau und muss das Kind gehen und du hast vielleicht noch Glück, dass du dafür nicht bestraft wirst, ein Kind mit dir gezeugt zu haben. Aber er hat halt nicht das N-Wort gesagt oder jemanden beschimpft. Das macht es natürlich viel besser, wenn er Rassismus dann eben etwas freundlicher verbreitet. Das ist, also hier geht es tatsächlich, sieht man ja, Manuelsen ist ein Egozentriker durch und durch. Den interessiert nur, zu mir war der nett, dann ist der korrekt. Und ich darf dazu kritisiert werden, dass ich den auch nett behandelt habe. Er kann einfach nicht mit Kritik umgehen. Ja, das und geistig unbewaffnet. Ja, das muss man auch sagen. Anu, Steven droppt derartiges Vokabular hinter den Kulissen jeden Tag. Er sagt es den Betroffenen nur deswegen nicht ins Gesicht, weil es a. gesetzeswidrig ist und b. die zwischenmenschliche Ebene versaut. Als Steven Feldmann im Deutschrap-Dunst aufpoppte, entstand eine Diskussion um die Vereinbarkeit von Hip-Hop und Nazitum. Ich fand zu dem Thema ein interessantes Zitat von Steiger aus dem Jahre 2015. Er sagte folgendes: NS-Rap halte ich tatsächlich für relativ weit hergeholt. Das passt einfach nicht zusammen. Jemand, der ernsthaft nationaler Sozialist ist, wird sich niemals Rap anhören. Ja, Hip-Hop ist Ice Cube, der sich für seine afroamerikanischen Brüder musikalisch aus den Fesseln der Polizeigewalt befreit. Aber es ist halt auch Ice Cube, der sich über Juden oder Frauen aufregt. Außerdem ist das ganze Prinzip von Gangster-Rap kompromisslos. Die eigene Überlegenheit wird manifestiert und die Schwächeren werden aus dem Battle gedrängt. Ja, Rap war immer sozialkritisch. Aber plump gesagt ist Mein Kampf ebenfalls sozialkritisch. Manu, Jihad. Ich würde hier, das habe ich gestern auch besprochen gehabt, das war ein sehr wichtiger Input vom Dennis gestern in unserem Stream über Rechtsextremisten und Popkultur, dass er sagte, Rap ist aber auch eine Kunstform. Ja? Und ähnlich wie wenn du einen Roast machst, gehen Leute auch zu so Rap-Battlen hin und droppen da Lines als Kunstprodukt und nicht als politisches Statement. Deswegen muss man aufpassen, ob man Rap jetzt so pauschal dann gewisse Charaktereigenschaften attestiert und diese dann zusammenbringt mit Ähnlichkeiten in der Neonazi-Szene. Da liegt auch nach meinem Dafürhalten schon ein himmelweiter Unterschied dazwischen, ob Rapper sich hinstellen und in Form eines sozialkritischen Kunstproduktes, einem Lied, ja, eine Line droppen oder ob sich ein politisch motivierter Mensch hinstellt und seiner Ideologie Ausdruck verleiht. Das sind schon Unterschiede, finde ich, ne? So, einen Moment. Ich muss mir mal was notieren aus dem Chat. Nicht, dass ihr denkt, ich bin abgelenkt, aber ich notiere immer ein bisschen was mit, wenn Leute hier was schreiben. So. Dann waren sich jedenfalls bei ein paar Dingen sehr, sehr einig. Zum Beispiel bei der Entfremdung der Politik. Scheiß auf Politik, Bruder. Scheiß drauf, Bruder. Die Politik, die macht, was sie will. Die waren noch nie ehrlich zu uns und werden die nie sein, weißt du? Die werden das nie sein. Also das Ganze ist... Es tut mir leid, dass immer wieder, wir haben das ja schon mal kommentiert, Manuelsen kann das halt alles auch nicht durchdringen und sein Kumpel Jihad da auch nicht und der Steven Feldmann auch nicht. Es gab schon immer Politik, ob wir von Demokratie sprechen oder es wurde schon... Politik ist das, was auch in Firmen betrieben wird, egal wie. Du bist jeden Tag, bist du politisch unterwegs, du handelst irgendwie politisch. Ja, hier wird das immer... Über was gesprochen, soll es keine Politik in Deutschland geben oder wie Manuelsen auch ein Führer oder wie? Es tut mir leid, das tut mir auch immer weh. Aber auch immer so diese Pauschalisierung, ne? Weißt du, sie hat noch nie, alle lügen immer die ganze Zeit, Ewigkeiten Also differenzierte Betrachtungsweise ist nicht der Leute so ihr Ding, aber ist trotzdem lustig, dass ihr sagt, so, ey, Politik gar nicht und redet hier mit einem politischen Aktivisten, ja, den er als politischen Aktivisten eingeladen hat, um über seine Politik eigentlich ins Gespräch zu kommen. Ne, der hat ja nicht gesagt, so, ey, hier ist ein Stabibi, mit dem rede ich mal und dann kommt irgendwo raus, dass der Nazi ist, aber das thematisieren wir nicht. Er hat sich mit einem Nazi getroffen, über sein Nazitum zu quatschen. Ne? Aber Politik will ich hier nicht. Politik muss draußen bleiben. Ne? Wir reden über Nazi, aber ohne Politik. War super unterkomplex, aber bei derartigen Aussagen würde ich im Geiste noch mitgehen. Problematisch wird's, wenn sich auch bei der Bewertung des Konzeptes der Demokratie Parallelen zur Denkweise der Nationalsozialisten finden lassen. Und hier hatten die drei auch eine schöne gemeinsame Ebene. Wenn wir nur alle an unsere Religion glauben würden und miteinander leben würden, ohne auf die Politik zu hören, hätten wir ein besseres Leben, wo keine Grenzen sind, alle miteinander leben. Tun uns Masken aufs Gesicht. Die sperren uns ein, die verbieten uns das, die verbieten uns das. Aber genau deswegen, weil es sowas gibt, solche Leute, die uns Masken aufs Gesicht machen und einsperren, muss man vielleicht irgendwo handeln gegen irgendein System, so ein bisschen, ne? Ja.
Ja, aber er würde doch genau das nicht wollen, dass alle gemeinsam leben. Dass die das nicht verstehen, das, was der Dschihad da gesagt hat, ist doch genau das, was der Steven Feldmann nicht will. Der will nicht, dass alle gemeinsam leben, Religion ausleben und ohne Grenzen und ohne und alle Menschen leben. In was für Utopien denken denn diese Menschen? Was für Utopien denn? Ich sag's immer wieder, packst du drei Leute zusammen in einen Raum, lang genug gibt's irgendwann Streit, man braucht einen Rechtsstaat, man braucht ein Gewaltmonopol durch Polizei und so weiter. Was versteht man denn daran nicht? Ja, aber das Interessante ist ja auch hier, dass der Dschihad, der hat ja einen Gottesstaat gefordert. Ja, nach dem Motto, unsere Religion, nur Religion, keine Politik, dann läuft das alles. Das ist ja der Traum, den auch Islamisten haben. Ja, weißt du, einen durchorganisierten, nur nach Allahs Geboten lebenden Gottesstaat, keine Grenzen, weil wir alle Brüder im Glauben sind. Weiß ich nicht, ob ein Steven Feldmann, der mit seinen Leuten gegen die Islamisierung auf die Straße geht, das für so eine tolle Idee hält, ja. Also erstmal offene Grenzen generell geht gar nicht, ja. Und dann noch Religion, ja, dann auch der Islam, oha. Aber wird natürlich nichts zu gesagt. Der grinst und steigt genau auf das ein, wo hier der Manuelsen ihm die Line gedroppt hat. Ja, hier war ja Diktatur und keine echte Demokratie und da müssen wir doch was gegen machen. Wir werden zensiert, unterdrückt und kriegen Masken aufs Gesicht gedrückt. Wer kannte das nicht, Philipp? Zur Corona-Zeit die Polizeihorden draußen, die mit Waffenpistolen uns die Waffen aufs Gesicht geschossen haben. Ja, was für eine Diktatur. Und die falsche, weil Stevie will ja auch Diktatur, halt nur mit Führer, ja, wo er bestimmt, wer Maske tragen darf und wer nicht, ne? Aber da müssen wir zusammen sein. Da müssen wir Hand in Hand davor gehen. Weil der Gegner ist nicht der Ausländer und der Gegner ist auch nicht der Steven. Der Gegner. Ich kann das gar nicht. Manuelsen, der bei jedem immer Rassismus raushaut. Jeder, der irgendwas sagt, ist er ganz weit vorne, ist er der Rächer der Enterbten. Und genau das will der Steven nicht. Die passen gar nicht zusammen. Wir zusammen, ihr passt gar nicht zusammen. Der guckt auf euch herab und sagt, ihr seid Menschen zweiter Klasse und ihr habt in Deutschland nichts zu suchen. Er hat das gerade zu Tristan. Tristan ist der genau. Kopf hinter Beast Kitchen und bei Scharo oder der Kammer oder Team und so weiter und hat gesagt, er würde gar nicht erst wollen, dass sie ein Kind zusammen haben und er würde auch, dass die Deutschland verlassen sollen. Also ganz einfach. Also die gehen müssen, die gehören ja nicht hin, die wollen wir nicht. Er hat in anderen Streams hat er auch gesagt, er glaubt an die Überlegenheit der weißen Rasse. Er möchte Rassereinheit, ja, aber er hat ja nie irgendwas Böses gegen irgendjemanden gesagt. Ist alles nur großes Missverständnis. Ne? Der Steven ist nicht der Feind. Also der Mann, der sagt, Manuelsen, alle, die nicht so sind, wie er sich das vorstellt, müssen das Land verlassen. Ja, es ist nicht sein Feind. Ne? Sind die Leute, die uns was auf die Nase binden wollen, die wollen uns was aufdrücken. Aber wenn sich das Volk dagegen wehrt, du bist Volk, ich bin Volk. die Sprechblasen sind geil. Ja, ja. Ist Volk. Hand in Hand. Meine Frau ist Volk. Alle, die hier sitzen, sind Volk. Weißt du, ich meine, wenn wir sagen, nein, wir haben keinen Bock da drauf. Nein, das ist genau das. Nein. Das Geile ist, der Feldmann sitzt da, man sieht genau, dass der sich denkt, ich halte jetzt besser die Fresse, ich sage jetzt nichts. Ne? Aber er muss doch wissen, was der Typ, den er da hypt und den er in Schutz nimmt, vertritt. Jemand, der Ausländer herausfordert. Jemand, der nach rassistischen Gesichtspunkten eine Deportation aller fordert, die nicht seinem Ideal eines Volksgenossen entsprechen. Das muss der doch wissen. Der hat doch gesehen, was der geäußert hat beim Scharo. Und sitzt jetzt da und erzählt, wir alle sind Volk, wir alle zusammen. Nein, für Steven Feldmann nicht, für seine Szene nicht. Für diese Leute wirst du niemals dazugehören. Deine Kinder nicht, deine Frau nicht, niemand. Ich will jetzt nicht hier fortsetzen, aber verstehst du, was ich meine? Manu, es gab inmitten der Corona-Maßnahmen Wahlen. Die einzige Partei, die Maske nicht ins Gesicht stecken wollte, hat 10,3% der Stimmen des Volkes erhalten. Das Ganze war dem Volk dann wohl doch nicht so wichtig. Mit der Ablehnung rechtsstaatlicher Grundsätze ging schließlich der zweite Aspekt einher, der die drei miteinander verband. Die Ansicht, dass Demokratie nichts für richtige Männer ist. Politik ist erfunden worden von Männern, die zu schwach für Schlachtfeld waren. Das sind die Männer, die zu Hause geblieben sind im Senat und die feinen Herrschaften, die gesagt haben, nein, wir müssen darüber abstimmen, machen wir so oder machen wir so. Ich habe Fotos von euch gesehen, ihr seid... Ich kann nicht mehr, wie leicht Politik... Fotos aber auch geil, ja, die... Ganz ehrlich, wer will nicht von diesen Leuten regiert werden, weil die so eine Schlacht gewinnen gegen die armen Tröpfe, die lieber wie wir am Schreibtisch sitzen
und wo Pfeile reden halten können. Ne? Weißt du, schön Hakenkreuzfahne im Hintergrund, aber stabile Jungs, ihr geil, lieber ihr regiert, ihr könnt zumindest auf der Straße euch lang machen, ihr seid echte Männer, viel geiler als Demokratie, Schlachtfeld, Schlachtfeld. Alter, was, boah, fehlen halt echt die Worte, sowas rauszuhauen, ne? Also, hammerhart, wirklich hammerhart. Ja, kaum auszuhalten, dieser Unsinn. Sorry, Philipp, ich muss jetzt raus in die Schlacht, ja. Stabile Kerle, ihr seid stabile Jungs. Ich feier das. Ihr haltet zusammen, ihr macht dies, das, aber fürs falsche Ende, wenn du mich fragst. Dass die Leute verstehen, warum wir miteinander reden. Du bist geradeaus, du sagst das ins Gesicht. Du bist nicht hinter Rücken oder sonst irgendetwas. Und ich hab von ihm noch nie irgendwas gehört, was auch nur so ähnlich sein könnte wie die Nick. Oder? Ich weiß jeden Morgen, wenn ich rauskomme, sag ich dir guten Morgen, du sagst guten Morgen, alles klar, ja, bei dir, alles klar. Aber ich weiß, am liebsten würde ich mich gar nicht morgen sehen. Aber der Nachbar, der mir sagt, hey, wie geht's dir? Geht's deiner Familie gut? Sobald ich mich umdrehe, will der mir am liebsten ein Messer in den Rücken reinrammen. Gibt es diesen Nachbarn? Ja, also tatsächlich ein offener Rassist, den magst du lieber als jemand, der freundlich zu dir ist, weil du der Meinung bist in deinem Verschwörungsglauben, der hätte insgeheim etwas gegen dich. Ist schon eine geile Logik, oder? Also ist so, als wenn ich sage, hier der Vergewaltiger, der Frauen vergewaltigt, den finde ich straighter als Typen, die nett zu Frauen sind, aber insgeheim davon träumen, sie zu vergewaltigen. Boah, voll die bestechende Logik irgendwo auch, ne? Echt, also. Ich bin froh, wenn das gleich wieder zu Ende ist. Wirklich, Jihad, Steven und seine Gang würden euch auch gerne ein Messer in den Rücken rammen. Er sagt's nur halt nicht. Aber egal. Selbst wenn er die menschenverachtendste Scheiße ever raushauen würde, solange Steven stabil und loyal ist, kann man die Hitler-Verehrung ruhig beiseite schieben. Clickbait wie Steven mitzunehmen, ist natürlich reichweitentechnisch schlau. Vor allem, wenn die musikalische Karriere komplett an die Wand gefahren ist. Manu verneint das aber. Er sagt, trotz Videotiteln wie diesen hier, dass er andere Gründe hatte, Steven Feldmann eine Plattform zu bieten. Jetzt sagen mir die Leute mehr, ja, du warst aber einfach zu unkritisch. Zu unkritisch? Was ist daran falsch, wenn ich sage, guck mal zu, das, was du denkst, ist Schwachsinn, Holmes? Guck mal, ich bin ehrlich zu dir, ich hab dich verstanden. Dass du sagst, guck mal, Bruder, tamam, du bist so und so, aber überleg mal. Oder setz dich mal mit mir an den Tisch, lass mal zusammen essen gehen. So, hör auf damit. Ah, Davut. Oh! Dieser Glaube, diese Arschkriecherei untereinander, ich weiß auch nicht, wer das da gerade ist, da an diesem Tisch, aber dieser Glaube, wir setzen uns dann hin und wir sprechen und hör auf damit, jetzt akzeptier uns doch. Und vor allem, wie lost kann man sein und die beiden, ja. Die Leute haben ja keinen Millimeter Abstand genommen von ihrer politischen Gesinnung. Ja, Steven Feldmann und seine Kameraden haben es abgefeiert, dass die so doof waren, die einzuladen und die da so freundlich zu behandeln. Ja, nach dem Motto, ja, boah, geil, Ehrenmänner, voll nett zu uns. Die haben uns nicht kritisiert, die haben uns nicht angemacht. Der hat sich auch nicht ein einziges Mal dazu geäußert, wenn der Manuelsen etwas gedroppt hat, wie, nee, wir alle zusammen und ich bin auch hier Teil des Volkes, wir alle. Dann sitzt er da und hält die Klappe und denkt sich seinen Teil. Und wenn er mit seinen Leuten wieder zusammen ist, erzählt er genau das Gegenteil und sagt wegen, nee, die gehören nicht dazu. Nee, die müssen auch gehen. Nee, die müssen weg. Ich bin aus Prinzip und prinzipiell dagegen, dass Menschen mit der verschiedenen Ethnie Kinder zeugen dürfen. Hat er vor wenigen Tagen, bevor dieses Interview entstanden ist, Manuelsen dem Charo und dem Tristan ins Gesicht gesagt, ja, aber ey, ich kann mich ja mit dem treffen und alles wird gut. Was ist denn besser geworden? Ist der jetzt kein Nazi mehr? Hast du irgendeinen aus dieser Szene mit dieser Scheiße rausgeholt? Nein, du hast sie durch dein unkritisches Verhalten bestärkt, da drin zu bleiben, indem sie gesagt haben, boah, guck mal, selbst stabile die Ausländer Jungs sind doch geil, ne? Stabile Jungs, Ehre und wir halten zusammen und auf dem Schlachtfeld können wir uns beweisen, wir sind loyal, wir lassen uns nicht alleine, das erkennen auch die anderen, das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das hast du gemacht. Du hast diese Leute bestärkt in ihrem Glauben. Du hast sie geholfen, ja, sich als gut zu verkaufen vor deiner eigenen Community. Das ist das, was du gemacht hast. Du warst nicht kritisch, du warst servil, unterwürfig, freundlich und arschkriecherisch. Punkt. Ich mag dich wirklich, aber zwischen Naivität und Ignoranz ist es manchmal nur ein sehr, sehr schmaler Grat. Also, der Grundgedanke ist natürlich löblich. Ich weiß nicht, ob ich versuchen würde, Steven öffentlich umzustimmen, aber wenn man das schon versucht, dann sollten die eigenen Werte sitzen. Und naja, wie wir gesehen haben, hat Steven bei den beiden ja fast nur Zustimmung erfahren. Oh Moment, hier kommt gerade ein Video rein von Manuelsens moralischem Kompass.
Aber selbst wenn Manuel... Tut mir leid. Also, wie gesagt, der Kanal ist danach verlinkt. Wer da was droppen möchte, kann das gerne machen. Bei Patreon. Franz Pögler heißt die Homepage. Bitte drop da was. Wenn seine Nazi-Konvertierung ernst gemeint hätte, bringt der kalibrierteste Kompass nichts, wenn man argumentativ nicht dagegenhalten kann. Dieser Kiez da, diese Gemeinde, die ihr habt, das ist euer Ding. Weißt du, ich meine? Und ich versuche aber trotzdem, ich will dir nicht zu nahe treten und ich hoffe, du weißt auch, dass das nicht meine Intention ist. Ich will einfach nur sagen, ne? Bro, scheiß einfach drauf. Scheiß einfach drauf, Alter. Scheiß einfach drauf. Wir können so gute Zeiten haben, Bruder. Wir können so gute Zeit haben, Bruder. Scheißegal, Bruder. Das Fleisch. Wo sind denn gerade eure schlechten Zeiten? Welche guten Zeiten wollen wir? Die einen, die dann einen Teil, was weiß ich, von denen da oben Demokratie, Abschaffung, eine Mischung aus Islamismus und Neonazismus? Eine tolle Zeit. Nein, danke. Nein, danke. Beide Lebenswelten, nein, danke. Hauptsache keine Maske ins Gesicht rückkriegen, Philipp. Ne? Das ist die Hauptsache. Und dann wieder Schlachtfeld. Da kann man sich einfach mal so richtig gegenseitig die Fresse polieren. Dann weiß man auch, wer der Boss ist. Und dann läuft das. Dann läuft das auch. Ne? Hat die Geschichte immer gezeigt. Ja, wir regeln alle Differenzen deutschlandweit jetzt, regeln wir nicht mehr im Bundestag die großen Themen, sondern im Ring. Und das wird live gestreamt bei Twitch, damit auch alle wissen, wo die Regierung, wo jetzt die Entscheidung hingefallen ist. Im Ring ist, du bist auch so demokratisch verweichlicht. Man merkt, dass du kein echter Mann bist, dass du halt nicht stabil bist. Ne? Weißt du, im Ring, da gibt es da auch wieder Regeln und dann ist das eingezäunt. Man geht einfach raus, nimmt sich die Waffe, die man haben will und dann macht man das auf der Straße, überall, wo du gerade stehst. Ja? Das ist männlich. Ja? Das hat die Welt vorangebracht als echte Kerle, ja, noch mit dem Breitschwert in der Hand, ja, ihre Position gegen andere vertreten haben, ja, weißt du, Argumente austauschen, Kompromisse suchen, ja, ein gemeinsames Miteinander gestalten, so ein Blödsinn, Breitschwert raus, rüber, ab, dann läuft es wieder, dann stabil, dann Ehre, Loyalität, Zusammenhalt und dann Nazi-Kiez, egal, lass die Nazis sein und Hauptsache loyal, Hauptsache, die haben nicht das N-Wort zu mir gesagt, ja, ne, stabile Jungs, besser als die lügenden Politiker, ja, Mann, aber ich war total kritisch. Also meine ganze Intention war, den da jetzt mit rauszuholen und das habe ich voll gepackt, indem ich einfach sagte, boah, alter Nazi-Kiez, will dir nicht zu nahe treten, seid stabile Jungs, voll Vorbild für andere. Ne, wir können aber eine geile Zeit haben, ey Mann. Man, lass Politik mal hinten an, häng die Hakenkreuzfahne aus und sag einfach, du machst das als stabiler Kerl, dann können wir gute Zeit einfach haben. Philipp, gute Zeit, nach dem Breitschwertkampf. Ne? Gute Zeit einfach. Ich muss es leider vorlesen. Henning schreibt genau meinen Humor. Keine Maske, aber mit Helm in die Schlacht, ja. Ach Gott, oh Gott. Wordende, Nichtsagende bin. Das war, hat er ja gesagt. Ich bin das Fleisch gewordene, Nichtsagende. Diese ganze Chose war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Haben wir das nicht gesagt? Das ist der Reaction-Stream auf uns, wo er auch dann sehr pöbelig geworden ist und gedroht hat und beleidigt hat. Also es hat ihn schon schwer mitgenommen, die Kritik. Aber ich sag's auch hier nochmal, lieber Manuelsen, ja, ich glaube auch, dass deine Intention eine gute war. Ja, ich glaube auch, dass du wirklich nicht dachtest, du würdest dem jetzt helfen. Aber letztlich hast du ihm geholfen. Und wenn Leute dir das auch dann nahe bringen, wieso, warum, weshalb, und wie auch in diesem Video ja klar gemacht wird, wo krasse Überschneidungen sind mit antidemokratischen Positionen, ja, mit Weltbildern, die kompatibel sind mit denen von Neonazis, dann solltest du vielleicht mal darüber nachdenken, anstatt dich darüber aufzuregen, dass jetzt vielleicht die Wortwahl, ja, oh, fleischgewordenes Nichtsagende, dich hart getroffen hat, wo du doch selber jemand bist, der in jedem Video pöbelt, droht, beleidigt, noch und nöcher. Also wer austeilen kann, sollte auch einstecken. Auf dem Schlachtfeld kannst du ja auch nicht 5 Leuten hier rüber abhauen und dich dann beschweren, dass sich einer angekratzt hat und sagen, oh, der hat mir aber wehgetan, oh, ungerecht, oh. Also, wenn du Mann sein willst, ey, dann ertrag's wie ein Mann, wenn da auch mal Kritik kommt und wenn Leute dich hart kritisieren. Das solltest du eigentlich aushalten können, oder? Bis auf eine Ausnahme, der wir uns auch gleich widmen werden, war Stevens PR-Tour glücklicherweise schnell zu Ende. Das lag auch daran, dass Manu von den Medien Flak bekam. Also nicht von der Juice und Rap.de, die sind tot. Von hiphop.de gab's witzigerweise auch keinen Artikel. Okay, wie sieht's mit Backspin aus?
16bars.de hat Manu allerdings zurechtgewiesen. Und auch in der Doubletime-Kampagne auf laut.de fand Yannick Goelz deutliche Worte. Solche Beiträge hier nehmen im Gossip-Umfeld allerdings die wenigsten wahr, weshalb sich die Gatekeeping-Funktion in Richtung der Reaction-Szene verschieben muss. Dieser Shift von klassischen Hip-Hop-Medien zu YouTube und Twitch mag von vielen mit Verachtung beäugt werden. Wenn es Roos, Marvin und so aber schaffen, die Dummheit dieser Aktion öffentlich zu verurteilen und die traditionellen Magazine keinen Anklang finden, dann danke ich Gott, dass es diese Meinungsmachersphäre gibt. Blöderweise gibt es nicht nur Was los oder die Town Hall, sondern halt auch Platzaxt. Steven Feldmann. Richtig. Grüß dich. Genau wie Manu und Jihad war Bösemann ein Vorzeigebeispiel dafür, wie man nicht mit Feldmann umgehen sollte. Auf der einen Seite wurde er intellektuell mit dem größten Schwachsinn ausgehebelt. Okay, Rassismus, jetzt kannst du dich auch als Rassist bezeichnen. Ich glaube, Rassismus ist die Anerkennung von Rassen. Wenn ich akzeptiere, dass es Rassen gibt, heißt es dort ein Afrikaner, dort ein Europäer, dort ein Asiaten. Ich akzeptiere, dass diese Menschen von einer verschiedenen Rasse sind. Kann ich mich wahrscheinlich als Rassisten bezeichnen, weil ich in Rassen unterscheide, ja. Weil du Rassen unterscheidest, okay. Nicht, weil ich ihnen jetzt irgendwas abspreche, sage, die sind alle scheiße und der Schwarze ist beschissen als der, sondern ich unterscheide. Aber ich meine, warte mal langsam. Also den Begriff Rassist... Also der Begriff Rassist ist jetzt, das ist jetzt eine ganz neue Ansicht. Also ich höre das zum ersten Mal, dass man, wenn man Rassen anerkennt. Das ist die Definition von Rassismus. Aber wie nennt man das dann? Bist du dann auch ein Rassist oder was? Ja, kann nicht von mir aus sein. Aber also Moment. Das ist kein Wort, vor dem ich mich fürchte. Ne? Aber ich meine, ja natürlich. Die Welt ist doch schön bunt. Also auf der anderen. Ja, das tut schon weh, wenn man sich jetzt, aber die haben ja alle gesehen, die sind ja auf den aufmerksam geworden über das Charo-Video. Wo er dann nicht einfach sagt von wegen, ja, es gibt verschiedene Rassen, ja, wo er ganz klar sagt, andere Rassen gehören hier nicht hin. Ja, wenn jemand, der zu meiner Rasse gehört, ja, mit einer anderen Rasse ein Kind zeugt, muss dieses Kind verschwinden aus Deutschland. Und ich bin dagegen, dass überhaupt ein Kind gezeugt werden konnte. Also mehr ausgrenzen, mehr herabwürdigen, ja, mehr auseinanderdividieren, kann er ja gar nicht. Ja, was hätte er denn sonst noch sagen sollen, damit den Leuten auffällt, dass es Bullshit ist, wenn der sagt, hier so, ja, als Rassist gilt ja jeder der Existenz von Rassen. Ja, dann bin ich halt auch einer. Dann soll er doch mal dazu stehen, was er ansonsten Axel, egal wie die Leute auf die Straße gehen. Aber dass da nicht kritisch nachgefragt wird, ja. Dass da wirklich nicht ansatzweise mal versucht wird, boah, ist jetzt ganz neu, hab ich gar nicht gewusst, ey, dann bist du vielleicht ja gar nicht so wie... Der weiß doch, wofür der einsteht. Der weiß doch, was der vertritt. Axel, auch wenn einige das heutzutage versuchen, anders zu verkaufen, wer sich als Rassist bezeichnet, hat das immer mit Abwertung zu tun. Ja, das ist, ich weiß, das wird heute neu verkauft, auch das haben wir schon mehrmals dargestellt, ja, dieses Ethnopluralismus, ja, es gibt unterschiedliche Ethnien, alle sollen dahin, wo sie herkommen, alle sind gleich, macht auch keine Unterschiede und so weiter. Das ist ein schönes neues Narrativ, das nach draußen erzählt wird. Natürlich haben die meisten, die da drin festhalten und darüber sprechen, ein Überlegenheitsgefühl. Es geht um den Übermenschen, das ist bei den meisten, ist das verankert. Also, und das immer alles so rausrotzen zu lassen, ja, und dann so weit gefasst, ja, Asiaten, Schwarze und dann Europäer, selbst da gibt's auch Abstufungen und so weiter. Das ist... Vor allem wenn man das, dieser Nazi-Blödsinn, der erzählt wird, es gibt genetisch keine signifikanten Unterschiede, die so eine Einteilung von Menschen in Gruppen fernab von Äußerlichkeiten rechtfertigen würde. Ja? Ein Mensch mit einer schwarzen Hautfarbe, ja, hat dieselbe DNA, hat dieselbe Genetik wie ein Mensch mit gelber Hautfarbe aus Asien oder ein Mensch mit weißer Hautfarbe hier aus Europa. Die ganzen Unterschiede jetzt mal weggelassen, die es da sonst noch gibt. Ja, wir sind ja auch nicht alle weiß. Geh mal nach Italien, nach Sizilien, ja, geh mal nach Spanien, da hast du einen anderen Hautton als in Finnland oder in Dänemark. Ja, aber trotzdem sind alle Menschen gleich. Ja, auch wie Nazis mal behaupten, Rassenunterschiede. Von der Genetik her gibt es da keine Unterschiede. Ja, also ist das vollkommener Blödsinn einfach. Was nicht gleich ist, und das ist ein bisschen Werbung, das sind unsere beiden Bücher. Hier ist das Bild vom Axel eingeblendet. Axel Reitz, ich war der Hitler von Köln. Bitte checkt das Buch mal aus. Erhältlich bei den üblichen Verdächtigen im Internet, aber auch in der Buchhaltung bei euch um die Ecke. Wahrscheinlich sofort bestellbar ist am nächsten Tag. Dann da, wie gesagt, checkt das Buch mal vom lieben Axel raus.
Auch sein Kanal ist eigentlich in der Videobeschreibung oben verlinkt. Also checkt den Reizeffekt mal aus. Gestern hat Axel einen 3-Stunden-Input gemacht und das Video könnt ihr nachträglich konsumieren. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei seid. Ansonsten wisst ihr, wie gesagt, nicht gleich ist dann dieses Buch Hass macht Gewalt von mir, King unter den Kongs.de zu bestellen. Ein Ex-Nazi und Rotlichtrocker packt aus. Freue mich auch immer wieder, wenn ich das signieren darf. Vielleicht auch mit dem Merkel muss wegstempeln. Den habe ich letzte Woche 3-4 Mal benutzt. Da fordern die Leute immer wieder, der Merkel muss wegstempeln. Muss da rein, das mache ich sehr gerne. Der liegt hier auf meinem kleinen Fliesentisch, Leute. Ansonsten wisst ihr ja, bei den Beef Bandits alles rund um Grillen könnt ihr geile Sachen bestellen. Alles rund um Fleisch, Rubs, Soßen und so weiter von meinem Freund Klaus Grillt mit Philipp 10 bei den Beef Bandits. Dankeschön, 10% Rabatt. Ansonsten Zack Plus, alles rund um Sport. Dankeschön. Mit Matthias hatte ich gerade vorhin erst Kontakt, der das hier lange unterstützt. Mit Philipp 10, 10% Rabatt. Dankeschön an Zack Plus. Ansonsten checkt die Seite aus extremismus.de, falls ihr den Axel mal live sehen wollt in der Anti-Gewalt oder Prävention gegen Extremismus. Im Spezialthema gegen Rechtsextremismus darf ich nicht untergehen. Wir sind genauso im Einsatz gegen Linksextremismus oder gegen Islamismus. Wir sind für die Demokratie schützen. Das ist der Ansatz des kompletten Vereins. Ansonsten vielen lieben Dank an alle, die auch den Axel unterstützen wollen oder das Video hier von dem Franz. Ansonsten Dankeschön gehen raus an die Twitch Prime Abos, an die Kanalmitglieder und jetzt gucken wir weiter, wie böse man das vielleicht relativieren will. Ich bin sehr gespannt. Seite bewunderte Bösemann natürlich auch Stevens direkte, ehrliche, männliche Art. Weil wenn einer so wie der Feldmann, wenn der jetzt sich da hinsetzt und sagt, ja, Abschiebung auf jeden Fall, der muss raus, die müssen raus, die müssen raus, du musst raus. Dann weiß ich, was geht. Ich weiß, wo ich dran bin und fertig. Ob du das jetzt ehrlich gemeint hast, was du jetzt hier gesagt hast alles oder nicht, ist mal dahingestellt. Ich fand es in Ordnung, ich fand es sympathisch. War jetzt nichts Verheerendes dabei, so, weißt du, wo man sagen kann, du hast nichts gegen Schwarze. Also ich will grundsätzlich erstmal ablehnen, dass du überhaupt ein Kind mit einer Frau aus Haiti hast. Das sehe ich als falsch an. Ich fand es in Ordnung, ich fand es sympathisch. Das war schon ehrlich alles, ja. Wie auch immer. Für die Zukunft gewaltfrei. Ich glaube, reden ist die beste Lösung. So. Ja. Lass uns miteinander quatschen, weil sobald es an die Waffen geht, dann ist es vorbei. Ach, gewaltfrei, ne? Also der Steven Feldmann ist gerade auf Flucht, wahrscheinlich im europäischen Ausland. Das muss man mal sagen, der immer wieder jetzt auch vor Gericht gestellt wird wegen Körperverletzungsdelikten. Dieses Gedankengut, womit man sich beschäftigt, mit der Herabwürdigung von Menschen, demokratiefeindlich, ja, Rassismus, was er hier ganz klar immer wieder wiederholt, führt irgendwann dazu, wenn du dann in diesen Gruppen abhängst, in rechtsextremen Kreisen unterwegs bist, dass es zu Gewalt kommt. Ihn erwartet auch eine längere Haftstrafe und dieses Jahr gewaltfrei und so weiter, das promoten die nicht. Die promoten hier Hypermännlichkeit, ja, dass alles zu regeln ist, draußen auf die Straße, wir brauchen die Scheißpolitik, wir müssen in den Krieg ziehen und so weiter. Das Einzige, was ich hier raushöre, ist, die promoten alle durchgehend verbale Gewalt und die dann auch irgendwann daran ausufert, dass es zu körperlicher Gewalt kommt. Das ist ein dummes Scheißgelaber hier. Ich kann denen nicht ein Wort abnehmen und der böse Mann ist für mich mit Manuelsen, also die stehen beide da auf dem Podest. Das beide auf der Eins. Ja, wohl, Bösemann hat sich hier ja zumindest noch artikuliert, dass er sagte, hier miteinander reden ist besser, als aufeinander loszugehen. Das würde ich so noch komplett unterschreiben. Ja, während Manuelsen ja noch das Schlachtfeld gehypt hat und Politik von Männern erfunden wurde, die keine echten Männer sind, die zu feige fürs Schlachtfeld waren, das hebt sich für mich hier schon ab. Also ich will ihm die gute Intention nicht absprechen, dass er tatsächlich denkt, na gut, wir quatschen besser miteinander, als dass wir uns auf der Straße gegenseitig einen Schädel einschlagen. Ne? Das würde ich ihm schon jetzt einfach auch mal zugute halten wollen. Aber dieses dann, boah ja, der war voll korrekt, der hat ja gar nichts Schlimmes gesagt. Also wenn du nicht siehst, was da an schlimmen Positionen generell hintersteht bei dieser Weltanschauung, ja, nur weil der sich dir gegenüber höflich verhält, das ist taktisch motiviert, der nutzt die Reichweite, die du hast, der findet das geil, dass du sagst, ey, der ist geradeaus, der ist sympathisch, der ist ehrlich, der ist ein Habibi, ne, da ist doch pures Gold für den Jungen. Ja, ich hätte mich damals auch als Nazi getört und nicht gesagt von wegen so, hier du Neger oder sonst irgendwas. Ja, wäre ich ja blöd gewesen. Ja, hätte ich auch gesagt von wegen, nee, guck mal, weißt du, jedes Volk muss seinen Platz haben, da kann sich das so ausleben, wie es möchte, wie es auch seiner inneren Natur entspricht und das soll von außen nicht irgendwie dann beeinflusst werden oder zu irgendwas gezwungen werden, was es nicht will. Hätten ja auch gesagt so, boah, klingt ja voll cool, so happy, easy, ne, weißt du, dass dahinter aber schon der Zwang steht und der Gedanke der Exkludierung nach dem Motto, du gehörst aufgrund einer reinen Äußerlichkeit nicht dahin, wegen Hautfarbe, wegen sexueller Orientierung oder wegen dem Menschen, den du liebst, musst du weg oder musst du dazu gezwungen werden zu gehen, ist doch eine per se gewalttätige Ansicht und eine per se Gewalttätigkeit, die auch diesen Mimikry und diesem Kreidefressen innewohnt.
Ich muss nicht Ausländer rausschreien. Ich kann auch sagen, ja, nee, weißt du, wir können ja miteinander reden und so, aber ich bin halt für Abschiebung. Aber hey, Hauptsache, der sagt das offen. Das ist dann total nett und gar nicht schlimm. Ne? Also wie man da so dann einfach auf das Verhalten abstellt und nicht auf die Inhalte, das ist erschreckend. Wirklich. Also, wenn einer neben mir sitzt und sagt, ich würde deine ganze Sippe abschieben, ja, und so weiter, voll. Bruder, da brauchst du nicht lange zu warten. Das ist eine Kampfansage. Und der einzige Grund, warum diese Leute so reden, dass sie gewaltlos und so weiter, ist nur, weil sie nicht Gewalt anwenden dürfen. In dem Augenblick, wenn sie die Gesetze und dieses Land hier unter Kontrolle gehabt hätten, wir wären hier alle am Baum oder raus. Aber ich weiß schon, mit wem ich es zu tun habe. Machen wir uns gut erkannt, aber sehr, sehr gut erkannt. Super Statement, auf den Punkt gebracht. Real, ne? Ich glaube, es war Bielesch, der aber auch sehr tief in Verschwörungstheorien drin ist. Ja, ich weiß, das davon unabhängig, aber du nur dieses Statement für sich genommen, ja, hat er richtig gut gesagt, wen er da sonst so einlädt und was er sonst an Positionen vertritt. Können wir auch mal eine Reaction drüber machen, würde sich sehr lohnen. Ja, aber dieses Statement hier gerade für sich genommen, fand ich richtig gut und richtig auf den Punkt gebracht. Ne? Bösemann ging im Gegensatz zu Manuel bei der Relativierung aber noch ein paar Schritte weiter. Zum Beispiel, als er sich trotz dessen Selbstbezeichnung strikt dagegen wehrte, Steven als Nazi zu bezeichnen. Und die Argumentation war abenteuerlich. Mein Eindruck zu dem Steven Feldmann, der sich selber als Neonazi bezeichnet, war, dass er eigentlich auch nur Patriot ist und kein Nazi. Ich habe ihn auch gefragt. Ja, aber da verstehen einige den Unterschied halt auch nicht. Ne? Steven Feldmann ist kein Patriot. Er hasst die Demokratie, er hasst die liberale Gesellschaft, er tritt für eine rassisch homogenes Deutschland ein, er fordert Ausländer raus, massenhafte Abschiebungen und Deportationen auch von Menschen, die hier geboren sind, wenn sie nicht seinem Rassenideal entsprechen, was er von der NS-Ideologie übernommen hat. Aber der ist Patriot. Ne? Ja, aber das ist, weil die Leute sich damit nicht beschäftigen mit den einzelnen Begriffen. Die Unterschiede herauszuarbeiten, was wir schon sehr oft gemacht haben. Ne? Das ist genauso, wie wir oft sagen, ne? Man darf nicht jeden Neonazi nennen, nicht reden, Rechtsextremist und so weiter. Man muss eine Unterscheidung machen, wie wer auftritt, wer welche Position, ob man noch demokratisch ist. Ich würde sagen, da sollte man sich manchmal ein bisschen fernhalten von so gewissen Äußerungen und sagen, ich konzentriere mich wieder aufs Rap-Game. Ne? Fragt, dass er auch ausländische Freunde hat und gesagt, er hat auch albanische Freunde und Nazi hat keine albanischen Freunde, ganz ehrlich. Oh, dieses Argument, ich kann das nicht mehr hören. Der kann kein Nazi sein, weil er auch auf Arbeit mit einem Türken befreundet ist. Philipp, dann kann Adolf Hitler kein Nazi gewesen sein. Es gab eine Waffen-SS-Division von Muslimen, die Hanscha-Division, denen Hitler sogar noch einen kleinen Koran als Kampfbeigabe geschenkt hat. Ja, in Anerkennung ihrer Kampfdienste. Hitler war kein Nazi, der hat sich mit dem Großmufti von Jerusalem getroffen, ja, war mit Japan verbündet, mit Italien. Ja, also der Hitler, der kann gar kein Nazi gewesen sein. Ne, geht gar nicht, schließt sich aus. Ne, ein Nazi so hat keine ausländischen Verbündeten und keine ausländischen Freunde. Oh. Ah, das ist so ein Kollege San Diego-Ding. Weißt du, Hitler selbst hat enorm viel ideologischen Support aus dem Ausland genossen. Beispielsweise von Al-Husseini, der sich einen Monat nach der Machtergreifung mit der NSDAP zusammenschloss. Er prophezeite, dass die gesamte islamische Welt einen Aufruf zum Judenboykott begeistert beitreten würde. Die Araber seien nämlich die natürlichen Freunde Deutschlands, da sie die gleichen Feinde hätten. Engländer, Juden und Kommunisten. Eine Division albanischer Moslems schloss sich sogar direkt der Waffen-SS an. Die 21. Waffengebirgsdivision der SS Skanderbeg. Diese Truppen waren bekannt für Kriegsverbrechen, töteten und vertrieben auf dem Balkan massenweise Zivilisten und machten auch vor Kindern nicht Halt. Juden aus dem Kosovo wurden festgehalten und von den Deutschen dann ins KZ gebracht. Die Kooperation mit Hitler lief schnörkellos, obwohl sie nicht deutsch waren. Auf solche Nazi-Gräueltaten würde wohl jeder mit Abscheu zurückblicken. Außer man heißt Bösemann. Auf jeden Fall fand sich früher auf seinem MySpace-Profil als Top-Friend eine Page zu Ehren der SS-Division Skanderbeg. Das Profil ist mittlerweile weg, aber ein mittlerweile gelöschter Blog-Eintrag verrät uns, dass der Rapper auf der Seite stolz berichtete, dass sein Opa auch dabei gewesen sei. Es lebe die 21. SS-SKB-Division. Und ja, da finden sich halt gleich und gleich gesellt sich da gern. Ne? Das ist dann schon krass. Ne? Also, das ist schon krass, muss man sagen. Also wenn das stimmt, ist das schon, ja, da brauchst du keine Fragen mehr stellen, ne? Man soll ja seine Familie irgendwie in Ehren halten. Aber diese Liebe zu dem eigenen Großvater dann auf eine Waffen-SS-Gruppierung zu projizieren,
lässt erstmal tief blicken. In seiner Musik hat der Schwabe die Vergangenheit seines Volkes unter anderem in einem Diss gegen Echo Fresh verarbeitet. Das ist kein Battle-Rap, das ist Krieg pur. Krieg liegt uns im Blut, es ist unsere Natur. Du als Türke müsstest es doch wissen. Die grausamsten Krieger waren albanische Faschisten. Auf dem Amselfeld wurde euer Krieg entschieden. Skanderbeg hat die Osmanen vertrieben. Lies deine Geschichte, du dummer Eierkopf. Dann weißt du auch genau, woher dein Atatürk kommt. Du bist das Ergebnis aus einer Blutschande. Guck dich doch mal an, deine Bevor wir mit Bösemann weitermachen, wie man... Ja, da ist halt auch alles drin, da Blutschande, Ablehnung von Atatürk, ja, der ein grandioser Staatsführer war, der eine Säkularisierung, eine Liberalisierung der Gesellschaft vorangetrieben hat. Völkisches Denken, also da ist alles drin. Ne? Also. Diese Vergangenheitsbewältigung in der eigenen Familie besser handhaben kann, demonstrierte beispielsweise Chris, aka Christoph Hess, auf dem Song Schwarze Flügel. Ich habe eine starke Psyche, ich heiße Hess, der Grund dafür, dass sie mir an die Hauswand das Symbol der Nazis sprühen. Stimmt, der Bruder von meinem Opa war die rechte Hand des Führers. Ist mir egal, ich füge mich nicht der Linie des Blutes. Sieben steht für so vieles, ich nutze den Krieg in mir für Gutes. Aber wie gesagt, das ist nichts für Bösemann. Der hat noch richtigen Stolz. Würde sein Opa noch leben, wäre er ebenfalls stolz. Denn hätte er nämlich 2010 den Diss-Track seines Enkels gegen Massiv hören können. Und bei Gott, hätte der sich gefreut, hätte er auf dem Grabstein des Vernichteten dieses Symbol gesehen. Als das mit diesem Davidstern aufpoppte, reagierte Bösemann. Auf rap.de stellte er die Vorwürfe des Antisemitismus klar. Ich habe die Sache voll unterschätzt. Aber das war weder antisemitisch gemeint, noch judenfeindlich oder sonst irgendwie rassistisch. Der Diss-Track bezieht sich ausschließlich nur auf die Person von Massiv. Dass er unter dem Davidstern beerdigt wurde, wollte ich darauf aufmerksam machen, dass er gegen Juden hetzt und nicht ich. Ja, also erstmal auf die Idee zu kommen, Judenstern zu benutzen. Da, niemand kommt auf die Idee drauf, wenn du gegen Massiv rappst und machst da ein Grab, klopfst da irgendwie ein Kreuz zusammen aus Holz und machst dann Davidstern drauf. Da hast du schon eine Denke drin, überhaupt den Davidstern zu benutzen. Aber jetzt ganz ehrlich, warum sollte man jetzt auf die Idee kommen, wenn jemand in so einem Diss-Track unter einem Davidstern beerdigt wird, dass damit dargestellt werden soll, dass der Antisemit ist? Ja, ist schon eine sehr spezielle Logik. Okay, aber warum hieß es dann in der Videobeschreibung, dass dein Gegner als Jude abgestempelt wurde? Und warum hast du Massiv vorher auf MySpace vorgeworfen, kein Moslem, sondern mit Sicherheit Jude zu sein? Ist das auch nicht antisemitisch gemeint gewesen? Wenn du also sehr gut zusammengetragen. Ich freue mich da immer wieder, wenn wir das sehr, so sehr recherchiert gut. wird. Wir sind in dem Rap-Game gar nicht drin. Freue ich mich, wenn das so gemacht wird. Aber dieser Vorwurf dann, ne, dieser Vorwurf, du Jude und so, das ist auch wieder in die Gesellschaft eingesickert. Ne? Das ist... Entschuldigung, es klingelt gerade, ist die Post, ich bin sofort wieder da. Was Axel immer so geliefert bekommt die Woche, das würde ich auch immer gerne mal wissen. Und da haben wir auch noch seine Morgenmantel-Pyjama-Hose gesehen. Axel, also nur zur Hälfte heute bekleidet. Ja, also dass dann immer wieder diese Beleidigungen, sich gegenseitig dann als Jude herabzuwürdigen, da braucht man sich auch nicht rausreden. Es ist halt, es ist für die dort alle unterwegs sind, es ist die krasseste Beleidigung, die du machen kannst. Und es scheint im Rap-Game ja viele zu geben, die da drauf anspringen. Also wie gesagt, ich bin in dem Rap-Game überhaupt nicht drin. Ich habe da 0,0 Bezug zu. Ja, erschreckend, dass sowas dann wieder ist. Und das wirft ein ganz anderes Blick dann auch immer wieder drauf, wenn Bösemann sich dann auch mit einem Steven Feldmann trifft. Da habe ich schon die Vibes da gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist, da gab es mit Sicherheit Überschneidungen. Da würde ich immer gerne mal so behind the scenes sehen, was die dann auch besprochen haben. Wenn die Kameras aus waren, da wurde mit Sicherheit Lobdudelei gemacht, ja, und krass, und das sehe ich genauso, und scheiß auf die. Da wäre ich gerne mal Mäuschen bei denen, die ich da treffe. Ja, aber es ist generell ja schon dieses Bemühen der Beleidigung von wegen, du bist kein echter Moslem, du bist Jude. Alter, also, ja, aber ist kein Antisemit. So. Einen Fehler machst, dann musst du zu deinem Fehler stehen. Das ist einfach so. Verantwortung übernehmen, Verantwortung tragen, okay? Mindestens ebenso befremdlich ist Bösemanns Obsession mit dem Thema Blut und Blutlinien.
Damals zu meiner Zeit gab es noch nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund. Es war mal tatsächlich einer da, der auch aus dem Kosovo, kleine Jungs, wir waren vielleicht 9, 10. Es wurde eine enge Freundschaft auf jeden Fall. Und irgendwann holt mein Vater mich, sagt der Junge, jetzt pass auf, jetzt will ich dir mal was erklären. Sein Vater ist ein Verräter. Er hat für den serbischen Geheimdienst Informationen gegeben, die viele, viele Albaner, die damals für die Freiheitsbewegung gekämpft haben, hinter Gittern gebracht haben. Schlussendlich sagt er, der Junge mag zwar in Ordnung sein, aber er ist der Sohn von einem Verräter, der wiederum von einem Verräter ist. Schön sippenhaft, ne? Dann ist der Junge auch Verräter. Also, Alter, wer sowas hier wirklich promotet, der ist einfach nicht in der heutigen Zeit angekommen. Das ist also schlimmstes, noch vormittelalterliches, urzeitliches Gedankengut, was der hier jetzt verbreitet, ey. Ja, und das ist eine Errungenschaft einer aufgeklärten Welt, sowas überwunden zu haben, Blutrache und über die Gene das mitzugeben und Familienfäden auszutragen über Jahrzehnte, über Jahrhunderte. Gott sei Dank ist sowas überwunden worden hier. Das ist das, was hier in dieser aufgeklärten Welt es gilt, auch in die Köpfe zu tragen und nicht einsickern zu lassen. Ich finde das ganz fürchterlich, ne? Und das ist aber eine typische Sache, die mir bei ganz vielen aus dem Bereich Kosovo, Albanien und so weiter rüberkommt. Das ist noch sehr tief verankert da, ne? Das ist bei uns ja gar nicht so lange her, dass von Franzosen immer noch von dem Erbfeind gesprochen wurde. Ja, dass das da nicht verziehen werden konnte. Das ist, wie du schon sagst, eine absolute Errungenschaft, dass wir erkannt haben, ja, das Individuum kann doch nichts dafür, wo es herkommt. Was kann ich dafür, was mein Vater gemacht hat? Ja, oder nehmen wir an, du bist jetzt das Kind von jemandem, der zum Verbrecher wird. Macht es dich nicht zum Verbrecher? Ja, also es muss doch jeder individuell aufgrund seines Charakters und seiner Taten gewertet werden und nicht für irgendetwas, wofür er gar keinen Einfluss drauf hat, woher er kommt oder was seine Familie ist. Ja, also das ist ein schlimmes Denken. Das ist wirklich ein schlimmes, gefährliches Denken. Der Verräter wird man nicht. Das hat man in den Genen, im Blut. Und man wird nicht einfach so Verräter. Boah, Alter. Boah, weißt du, ja, weißt du, das ist so, also Rassetheorie, das hat man in den Genen, das hat man im Blut. Also, boah, Alter. Da wären aber schon NSDAP-Ideologen, wären da schon stolz drauf, ne? Boah, aber da kriegst du, ja, natürlich, aber dieses Rassenblutsdenken, also dieses archaischen Weltbilder fernab jeder Realität, es ist echt gefährlich und traurig. Das ist für mich schon eine Form von mentaler Dysfunktion, die hier zum Vorschein kommt, wenn man tatsächlich davon ausgeht. Und vor allem, wenn du lange genug zurückgehst in die Familiengeschichte, wirst du überall irgendwas finden. Ja, der eine war ein Kriegsverbrecher, der andere vielleicht ein Vergewaltiger, wieder ein anderer ein Betrüger, da hat einer einen Verrat begangen, wo auch immer wieder individuell gewertet werden muss. Was für den einen ein Verrat ist, ist für den anderen eine Heldentat. Ja? Axel, und man muss auch hier auf die Verantwortung kommen, und ich weiß, das wollen viele nicht so sehen, sie tragen aber trotzdem eine Verantwortung, weil in der Öffentlichkeit ist, dass diese Menschen dann für viele junge albanische Kids dann Vorbilder sind, ne? Und ist der Kampf sehr schwer, dann dort demokratische Werte dann einfließen zu lassen und davon wegzugehen, ne? Ja, aber auch da fand ich es mal ganz gut, dass dargestellt wurde, wie wenig eigentlich von den etablierten Formaten, die sich auch mit dieser Szene beschäftigen, darauf eingegangen wird. Ja, dass da nicht wirklich dann 10 Artikel kommen, die sagen, Alter, what the fuck hat der denn da geäußert? Das ist eigentlich auch ein Skandal an sich. Ne? Also solche Leute werden ja immer auch noch gehypt und werden auch dann freundlich noch vorgestellt als boah und Arbeit und coole Musik und toll. Da muss doch auch mal ein gewisser aufklärerischer Impuls hinterstehen. Vor allem, weil er hier ja sitzt und nicht als Kunstfigur jetzt einen Track raushaut, wo man immer noch sagen kann, ja, das war ein Stilmittel, damit wollte ich provozieren. Da kann man immer noch vortrefflich über diskutieren, aber er sitzt hier als Privatmann und äußert hier seine persönlichen Ansichten frei heraus. Und da muss doch darauf reagiert werden. Ja, ich weiß nicht, wie das im Game ist. Da gibt's ja dann immer auch so Diss untereinander, dann ist wieder groß vertragen. Das kriege ich so am Rande immer mit, ne? Also das Einzige, glaube ich, was ich ab und zu gucke, ist Mr. Rap, wo ich dann ab und zu mal reingucke, aber wirklich dann nur, wenn mich das Thumbnail mal triggert, gehört so ein bisschen zu dem Game, aber die Botschaften sind einfach schlimm, ne? Und das ist, da wird völlig ausgeblendet, dass sie auch eine Vorbildfunktion haben.
Auch was das Thema Sexualität angeht, verhält Bösemann sich wie ein albanischer Elefant im Porzellanladen. Was im Internet passiert, speziell auf TikTok und so weiter, was da die Jugend degeneriert wird und was haben die da für Vorbilder, ganz ehrlich? Guck mal, was wird aus denen? Zinker, Schwule, keine Ahnung was, weil das heißt ja, ja, du bist so ein Homophober und keine Ahnung, Transgender-Gegner und ja, bin ich. Man muss sich schon anpassen. Man muss sich dem schon anpassen, wo man ist, auf jeden Fall. Und Freund, das auch zu schätzen. Du musst dich hier anpassen und hier wird schön eingeblendet, unser Grundgesetz, ja, garantiert jedem Menschen, unabhängig von seinem Geschlecht, seiner sexuellen Identität oder seiner politischen Gesinnung, die gleichen Grundrechte. Ja. Wenn du hier anfängst, ja, dann Menschen, die eine andere Sexualität ihr eigen nennen oder eine andere sexuelle Identität sich aneignen, die gehören nicht dazu und die sollen sich dir anpassen, dann bist du aber auf dem falschen Dampfer, ja, genauso wie mit deinem blutmäßigen, ja, hier, wer einmal Verräter ist, hat es in den Genen durch die Familie und gibt das weiter, dann hast du dich nicht angepasst, dann bist du hier fehlintegriert. Da wäre ich mal nicht auf so einem hohen Ross unterwegs, ey, weil es ist ja wirklich erschreckend, was der Mann hier äußert. Axel, ja, ich muss einmal Pipi kurz wegbringen, ich bin gleich wieder da. Ja, klar. Da wirklich von Degeneration zu sprechen, weil die Menschen hier eben dann die Grundgesetze sich verbrieften Freiheiten genießen können und diese auch zur Schau tragen, das ist schon harter Talk, wie ich finde. Ne? Ja, liebe Leute, ich bin hier wirklich ein bisschen schockiert. Ne? Ich habe mich mit den Leuten nur so am Rande beschäftigt, aber was die da raushauen, das ist ja schon krass. Ne? Stabiler Gerdi, haben es den Feldmann inzwischen eingenäht? Nein, der ist auf der Flucht. Der hat sich ja dann seine Haftstrafe entzogen, einem weiteren Prozess entzogen und nimmt jetzt fröhlich Videos in seiner Diaspora auf, wo er sich darüber freut, dass es in Dortmund wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Rechts- und Linksextremen gekommen ist. Ja, also hat nichts dazugelernt, immer noch Gewaltbefürworter, aber ey, ja, ist ja total friedlicher Habibi, dessen Herz geküsst gehört. Ne? Also echt ein Ehrenmann, der Steven, der nichts falsch macht und nichts Verwerfliches sagt. Ein deutscher Patriot. Ne? Ja, soll man dazu noch sagen, ey. Ne? Ja, Philipp hat eine schwache Blase vererbt bekommen, so hier, wie ich da. Das ist genetisch bedingt. Ja? Das liegt wohl eher an den 5 Tassen Kaffee und ein Liter Wasser. Aber. Was hier auch immer so mitkommt, was betrifft es ihm in seiner Lebenswelt, wenn jemand sagt, er ist homosexuell? Ich frage mich dann immer, ist das gekränkte Männlichkeit oder selber eine Affinität dazu? Ich weiß es nicht. Es ist, meine Güte, ich bin selber mit einem Schwulen sehr gut befreundet. Und wenn ich mir vorstellen müsste, er dürfte das nicht ausleben in diesem Land, würde mir schrecklich leid tun. Ja, aber was interessiert's mich denn auch? Ja, also was stört mich denn, wie erwachsene Menschen im gegenseitigen Einverständnis ihre Präferenzen ausleben? Ja, so, und das hat ja auch nichts mit Männlichkeit zu tun. Ja, also diese Darstellung ja auch, die Gesellschaft degeneriert. Ja, diese Liberalisierung, dass jetzt hier alle dann zu Schwulen und Transgender werden, das ist auch schon Originalsprech, wie wir ihn auch in der Nazi-Szene seit Jahrzehnten kennen. Da wird genau dasselbe behauptet, Liberalisierung, offene Gesellschaft, macht die Leute krank, macht ihr Rückgrat kaputt. Und da befindet er sich in diesem Punkt ja absolut auch wieder auf einer Linie mit Leuten wie Feldmann, die sowas proklamieren. Also da wundert es mich nicht, dass sie sich gut verstehen und der dann erzählt, der ist ja voll in Ordnung. Der ist gar kein Nazi, der ist Patriot, der hat gesunde deutsche Einstellung. Also, heftig. Wissen. Gott hat einen Mann und eine Frau geschaffen, Alter. Und dieser Mann und diese Frau kreieren eine Familie zusammen. Das ist der Lauf der Natur. Das ist normal. Jetzt wird hier den Kids eingefleust mit irgendwelchen Videos, wie toll es ist, dass ein Mann auf den Knien einem anderen Mann einen Heiratsantrag macht. Oder wird das, wie schön. Oder eine Frau einer anderen Frau. Es ist doch was Schönes. Lass die Menschen doch leben, wie sie wollen. Willst du, dass sie es nicht dürfen? Ja, oder willst du dich jetzt da hinstellen und rufen, weil du andere Vorstellungen hast? Wer bist du denn? Bist du hier der große Diktator, der entscheiden kann, wie Menschen leben sollen, wen sie lieben sollen, ob sie die gleichen Rechte genießen dürfen, wie alle anderen auch? Da regt er sich jetzt drüber auf? Ernsthaft? Ich verstehe das immer nicht. Da muss ich auch in meine alte Welt immer rein. Ich war ja auch sehr homophob. Das
ich mich dann ja auch frage, welche Angst hatte ich damals? Was wird mir weggenommen? Wie betrifft es meine Lebenswelt? Und zwar gar nicht. Wenn ich heute Abend bin ich eingeladen auf einen Geburtstag und wenn ich da bin, beschäftigen mich gar nicht, wer auch welche Fetische hat, wer wie wo was hat, ob irgendjemand dann vielleicht sagt, okay, er möchte bisexuell leben, er möchte asexuell leben, er möchte homosexuell leben. Was würde das für mich an den Menschen ändern? Nämlich gar nichts mehr. Hier wird gar nicht auf die Menschen geguckt. Ich sehe hier einfach einen verletzten, ja, du kannst noch so dich aufpumpen und einen harten machen, aber im Endeffekt sehe ich da einen ganz unsicheren Mann. Einen Größenwahnsinnigen weiß er auch nicht, dass er fest davon ausgeht, das hat mir meine Familie beigebracht und so muss das sein, alles andere ist krank und ekelhaft und bäh. Wo ich immer denke, Alter, was interessiert es dich denn? Was kratzt es dich denn? Was wird dir denn weggenommen? Wenn du eine Frau findest, die mit dir traditionalistisch leben will, kannst du machen, aber was machst du denn, wenn dein Kind irgendwann zu dir kommt und sagt von wegen, Papa, ja, ich kann mit Frauen nichts anfangen und ich stehe halt aufs gleiche Geschlecht, ich möchte mich mit einem Mann daten. Verprügelst du das dann? Beschimpfst du das dann? Wirfst du das dann aus dem Haus? Ja, und was sagt das dann über dich aus? Ja, vielleicht auch in die Gene gegeben, ey, ne? Bist du dann vielleicht auch ein verkappter Homo? Also, man muss ja gar nicht großartig jetzt in die Tiefe gehen, um zu erkennen, wie blöde solche Gedankengänge und solche Aussagen sind, wenn man die mal auf sich selber projizieren würde, ey. Also, ist schon übel. Frau ein Liebesgeständnis öffentlich macht, da wird da rührselig darum geredet und Videos gemacht und eine schöne Musik drunter gelegt, romantisch, traurige Musik, auch schön. Nein, das ist nicht schön, Alter. Was ist denn, wie geht's denn da weiter? Stell mal vor, wir zwei Hand in Hand hier raus, der Vater und der Kameramann Hand in Hand raus, die ganze Frauen. Was ist denn hier los? Was wäre denn jetzt daran schlimm? Also was wäre jetzt daran schlimm, wenn ihr jetzt Händchen haltend da rausgeht, wenn ihr euch verliebt, wenn ihr euch gegenseitig beflügelt, wenn ihr euch da gut versteht und Spaß miteinander habt, was wäre denn daran jetzt schlimm? Also ich verstehe jetzt auch den Punkt nicht. Was würde ihn jetzt daran triggern? Warum ist der jetzt hier gerade stell dir mal vor, Alter, wo ist dein fucking Problem? Eine Welt, wo sind wir denn, Alter? Wo sind wir angekommen, Placo? Wisst ihr, ich habe Verständnis für eine gewisse Skepsis progressiverer Ansichten zum Thema Sexualität und Liebe. Vor allem, wenn man sehr stark durch sein persönliches Umfeld geprägt ist. Aber genau wie beim Verrätergehen geht Bösemann auf eine rassenbiologische Ebene und knüpft nahtlos an die Vorwürfe der Entartung an, die die Nationalsozialisten den Volksfeinden gemacht haben. Mein Vater sagt zum Beispiel, einer, der sein Land und sein Blut nicht liebt, rede nicht mit denen, das ist verschwendete Luft und Zeit. Zu allem Überfluss ist er... Ja, nicht alles, was Eltern sagen, muss vielleicht auch für bare Münze genommen werden. Ne? Nicht alles muss 1:1 adaptiert werden. Und muss dann unreflektiert weitergegeben werden. Ja, Blut respektieren und Vaterland respektieren. Ja, ist auch so eine Überhöhung. Ja, vor allem ist jetzt auch die Frage, was meint er jetzt mit Blut? Ja, meint er jetzt seine eigene Familie? Eine Aussage kann ich mit leben, zu sagen, lieb deine Familie, lieb dein Land, ist okay, aber was steht jetzt dahinter? Ne? Das hat ja anscheinend doch einen größeren Dimension, dieses Rassedenken, dieses genetische Denken, wenn er davon ausgeht, sein Vater hat ihm beigebracht, dass Verräter das in den Genen haben. Da wäre ich jetzt schon mal eingestiegen, hätte gefragt, ja, ist jetzt erstmal eine Phrase, die viel bedeuten kann. Was meinst denn du damit? Was ist denn dein Blut für dich? Ja, die nächste Frage wäre dann, wenn du dein Blut so ehren sollst, deine Sippe, deine Heimat, Alter, warum lebst du in Deutschland? Ja, warum bist du denn dann hier? Ne, du siehst dich ja selber anscheinend als Albaner, du sollst ja dein eigenes Blut und dein eigenes Land lieben, hochhalten und schätzen. Was machst du dann hier? Warum bist du denn hier? Geh doch nach Albanien. Ja, weiterhin mit Steven Feldmann connected. Was man daran sieht, dass der Nazi in einem Video seines Signings Fabre? Keine Ahnung, auftaucht. Ich sorge für Tote in diesem Lande und fresse diesen Schwanz wie der roten Bock-Kannibale. Geile Line, Bro. Und als ob es nichts wäre, rennt Böse auch noch ganz nonchalant mit einem Shirt von Kampf der Nibelungen durch die Gegend. Für die ja, da fehlen mir auch, okay, was soll man dazu noch sagen? Hier, Steven Feldmann, ich habe noch dir ein Geschenk mitgebracht, hier ein T-Shirt. Ja. Die es nicht wissen, KDN war vor seinem Verbot 2019 das größte Kampfsport-Event der militanten Neonazi-Szene Westeuropas. Das Verbot beruht darauf, dass festgestellt wurde, dass auf der Website des Kampfes der Nibelungen die Veranstalter unter dem Punkt Über uns ihre Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung deutlich machten. In diesem Environment wurde Kampfsport als ein Mittel gesehen, demokratiefeindliche Bestrebungen zu stärken. Warum trägt er dieses Shirt bis heute?
Warum? Also, ich kann es mir nur so erklären und damit kommen wir auch auf Bösemanns Ursprungsargument zurück. Man kann durchaus ein Nazi sein, wenn man albanische Freunde hat. Und man kann auch durchaus ein Nazi sein, wenn man selbst albanischer Herkunft ist. Ich meine, sind wir doch mal ganz fair. Blendet mal bitte den individuellen Migrationshintergrund aus. Einen Moment. Axel, du musst kurz übernehmen. Alles klar. Ja, hier sehen wir eine schöne Zusammenstellung. Ich greife jetzt einfach mal vorweg. Relativiert verehrt die Taten seines Großvaters in einer Waffen-SS-Division, glaubt daran, dass bestimmte Gene dann da sind auf der Erde von vornherein so brandmarken, dass negative Eigenschaften über Blutlinien weitergegeben werden, meint, der Einfluss von Medien würde die Jugend verschwulen bzw. degenerieren, ist offen homophob, ist offen antisemitisch gewesen, in Fragezeichen, hat es aber nie aufgeklärt, nur gelogen, platziert kritiklos einen Neonazi in einem Musikvideo seines Signings und relativiert seine Einstellung, macht Werbung für das größte Neonazi-Kampfevent. Ja, also entweder ist er unglaublich naiv, ja, unglaublich unbedacht, oder aber er weiß schon genau, was er da tut. Und der ist ja nicht auf den Kopf gefallen, der ist ja nicht doof. Ich glaube schon, dass da starke Sympathien auch dann in Richtung Steven Feldmann und seiner Szene dann weitergegeben werden. Weil er muss ja wissen, mit wem er sich dann einen Tisch setzt. Er ist sich ja in elementaren Punkten der Weltanschauung, die auch Steven Feldmann vertritt, absolut einig. Da passt ja kein Papier dazwischen bei den Feindbildern und bei den Erklärungen für die heutige Zeit, die von den beiden ja abgelehnt wird, aufgrund ihrer Offenheit, aufgrund ihrer Liberalität. Ja, das ist schon sehr, sehr deutlich. Ja, und wenn man jetzt nicht wüsste, dass er selber einen albanischen Background hat, würde man sofort sagen, ja, da sitzen zwei Leute aus derselben Szene, die sich über ihre Themen unterhalten und die sich ihre Thesen dazu eigen machen. Wenn man das mal hier durchsprechen würde, was hier zusammengestellt wurde aus verschiedenen Statements und verschiedenen Aussagen. Ja, also ja. Skinix666 schreibt, Nationalist trifft Nationalist. Ja, die können in so einem Europa, wie sich der Steven das vorstellt, können die beide schon glücklich werden zusammen. Passt schon viel übereinander. Auch hier zusammen, also muss man ja wirklich sagen. Ne? Ich habe ja gerade auch schon ausgeführt, wo du nicht da warst, dass diese weltanschauliche Ebene bei denen schon sehr große Ähnlichkeiten aufweist und dass auch der böse Mann durchaus Sympathien erkennen lässt, wenn er auch hier den dann auch in seinem Video auftreten lässt und dann auch mit Neonazi-T-Shirts da durch die Gegend läuft. Das sagt schon sehr viel aus, weil ich habe gesagt, so naiv ist der nicht. Der weiß, was das für ein Typ ist und was das für Strukturen sind. Aber sind ja gute Patrioten, sind ja keine echten Nazis. Ist ja gar nicht so schlimm. Die sind ja in Ordnung. Stabile Jungs halt, ne? Easy, ne? Nur diese Aufreihung an Indizien an. Zeigt diese Liste doch einfach meinem Freund und fragt ihn, ist das für euch ein Nazi oder eher nicht? Das ist ja nicht wenig. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Bösemann mit Steven und dieser Nibelungenbagage aufgewachsen ist und lose Verbindungen besitzt, die man aus zwischenmenschlichen Gründen nicht kappen will. Damit wäre er im Deutschrap sowieso kein Einzelfall. Nehmen wir doch mal Martin Mietke, ein Neonazi, der 2020 in Cottbus erschossen wurde. Ein Jahr vorher nahm er für das Team Black Legion beim Kampf der Nibelungen teil. Mietkes Tod bewog ein paar Deutschrapper zu Trauerposts. Beispielsweise Blockmonster oder Basti von Trailerpark. Einer der geradesten, hilfsbreitesten und loyalsten Menschen hinterrücks von feigen Ratten erschossen. Naja, was Basti... Basti? Nein, nicht Timmy, nicht Alligator, einer von den untalentierten... Ja, genau der. Das interessanteste Foto von Mietke wurde aber vor dem Merchstand von Loyal Athletics geschossen. Eine Kleidermarke, unter anderem geführt von einem gewissen Maximilian Dean. Auch bekannt als das wandelnde Wandtattoo Contra K. Mietke hat ihm mitgeholfen, auf Tour Security zu machen und oder T-Shirts zu verkaufen. Und da hätten wir hier noch Benjamin Brinser, ein Leipziger Kampfsportler, der klare Nazi-Connections vorweist und auch ein Bro von Contra ist oder war. Genau wie dieser Typ, der sehr prominent eine schwarze Sonne auf seiner Schulter tätowiert hat. Das ist eine Art Ersatzhakenkreuz. Ihr kennt ihn vielleicht vom berühmten Enten-Urlaubsfoto, das Contra K zunächst mal auf Insta gepostet, dann aber runtergenommen hatte. Ja, da diese Verbindung ist, überrascht mich nicht ganz so. Mich hat dieses Contra-K-Ding nie abgeholt. Ich hatte mich damit schon mal vor Jahren beschäftigt, weil jemand mal bei mir war mit diesem
Loyal Athletics oder was das ist, ne? Und hatte mich dann noch beschäftigt, aber so, dass da waren für mich auch immer diese, ist ja immer dieses sehr Kampf, auch hypermännlich Vibes und irgendwie macht dich gerade, das ist schon sehr, was viele dann im Rechtsextremismus abholt, ne? Ich kann die Texte da jetzt nicht wiedergeben. Es darf auch nicht übersehen werden, ja, es gibt ja große Überschneidungen, ja, wie viel Neonazis, bisher das beste Beispiel, sind dann zu Rockern geworden, sind dann zu Outlaws geworden und haben sich da in solche Strukturen eingefunden, die ähnliche Weltbilder ohne die Politik dahinter vertreten haben. Wie du schon sagtest, hypermännlich und absolut loyal und gegen den Staat, gegen die Bullen, ja, Zusammenhalt und Gemeinschaft. Natürlich sind da Leute bei, die dann auch Verbindung in Rechtsextremismus haben und die ähnliche Bilder produzieren. Das macht ihn jetzt noch nicht zum Rechtsextremen, das muss man sagen. Ja, das ist dann so ein Kontaktschuldvorwurf. Der hat da Leute mit einer schwarzen Sonne und hat da Leute, die in der Neonazi-Szene aktiv waren. Das kann auch damit zusammenhängen, dass diese Szenen halt große Überschneidungen haben, weil viele auch dann überwechseln, ja, wie du das ja auch gemacht hast und sagtest, hier in der Neonazi-Szene ist keine echte Kameradschaft, da halten die Leute nicht richtig zusammen, da gibt's nicht die wahre Loyalität, da mache ich meinen Rockerclub auf und lass von der Politik die Finger und mache da dann weiter. So gibt es sehr, sehr viele Wechsel aus dieser rechtsextremen Szene, die denen einfach nicht dann straight und gewalttätig und verschworen genug ist. Und die gehen dann lieber dann in solche Milieus. Ne? Naja, und ist natürlich schon was Einfaches, dann lieber bei Loyal Athletics zu arbeiten, dann mit Contra K mit einer gewissen Öffentlichkeit rumzuhängen, abzuhängen, dort sichtbar zu sein, dort auch sein Geld dann dort vielleicht zu verdienen. Aber inwiefern dann Ideologie auch überarbeitet wurde, Weltbild überarbeitet wurde, ist dann natürlich auch immer sehr fragwürdig, ne? Ja, wo man muss man auch dazu sagen, viele von den Leuten, die da ja aktiv waren, hatten keine wirkliche Ideologie. Das waren tatsächlich so Weltbilder, so Versatzstücke, die dann ja eins zu eins übertragen werden könnten. Wir sehen ja, Steven Feldmann könnte jetzt auch sagen, von wegen, ach hier, ich habe keinen Bock mehr auf die Dortmunder, den Nazi-Kiez, ich will jetzt beim Bösemann mitmachen. Der wird den ja mit Kusshand empfangen. Und der müsste sich auch nicht großartig umstellen, weil die ja in elementaren Bereichen Familienbild, Gesellschaftsbild, genetisches Denken, Antisemitismus einer Meinung wären. Ja, dann könnte er auch sagen, ja, ich bin kein Nazi mehr, hätte aber trotzdem von diesen Punkten in seiner Gesinnung keinen Abstrich gemacht. Und so ist das oftmals auch bei solchen Leuten, die dann sagen, naja, bei denen war ich, das taugt nichts, ich bin jetzt weg. Das reicht dann vielen und die eigentlich schlimmen Dinge, ja, die noch im Kopf getragen werden, wird von solchen Leuten dann ja noch geteilt und sagen, naja, das ist ja in Ordnung. Ja? Das ist ja vollkommen cool, wie der denkt. Ja, gegen Schwule, gegen Transe und vielleicht noch gegen Juden. Super. Alles in allem haben sich deutsche Rapper schon immer so ein bisschen mit Nazis umgeben. Das mag vielleicht nur den Verbindungen ins Kampfsport- oder Rockermilieu geschuldet sein, wirft aber dennoch die Frage auf, warum gerade der loyalste Glückskeks Deutschlands sich für solche Dinge nie gerade gemacht hat. Und nein, Posts kommentarlos zu löschen gehört nicht dazu. Also, dass Contra nicht ansatzweise so integer ist, wie er es der Allgemeinheit gerne vormacht, ist nichts Neues, aber es gab nie auch nur ein Statement zu dieser ganzen Chose. Obwohl die Anschuldigungen seit Jahren im Netz herumschwören. Ich habe nichts hiervon entdeckt oder recherchiert oder so. Ich zeige die Connections einfach nur in diesem Video, weil sie irgendwie zum Thema passen. Andererseits frage ich mich aber auch, was es bringt, das hier zu zeigen. Also Real Talk. Klar, mit ganz viel Mühe könnte man sozialdarwinistische Anklänge in seinen Songs identifizieren. Oder seine anti-intellektuelle, rückständige Ansicht zur Sexualität ausleuchten. Aber das ist hier kein Bösemann. Contra K ist kein Nazi oder so wegen solcher Statements. Er ist nur ziemlich ignorant. Dennoch muss er sich vorwerfen lassen, mit Leuten rumzuhängen und sie indirekt in der Öffentlichkeit zu legitimieren, die, naja, das macht ihn nicht zum Mittäter, aber zum moralischen Tiefflieger. Denn sollte man nicht irgendwo mal eine rote Linie ziehen? Moneyboy hat den roten Teppich doch bereits ausgerollt. Warum hat ihn in den Medien nie jemand auf seine Connections angesprochen? Keine Ahnung. Also, man kann es sich natürlich schon denken. Genauso kann man sich denken, warum die Reportage über Homophobie im Deutschrap, von der dieses Statement stammt, aus dem Internet verschwunden ist. Ja, er macht Musik für Nadines in Nakatano-Pullovern, aber irgendwie. Ja, ich. da triggert es bei mir auch, dass ich schon gut finde, Nadines im Nakatano-Pullover ja einmal so den Bad Boy ja dort raushängen zu lassen, einmal verliebt zu sein, wenn man dann den eigenen Horse zu Hause hat. Das ist ja nicht so böse gemeint, aber hat er ja nun mal gesagt. Holt natürlich viele, viele ab. Da wird mit viel Männlichkeit gespielt. Ne? Ich weiß nicht, ob Contra K schon mal ein Konzert ohne mit T-Shirt gemacht hat, weiß ich nicht. Da wird natürlich ein gewisses Klientel bedient. Ne? Da wird mit Hypermännlichkeit gespielt. Das kann man auch gerne
das kann man auch gerne so machen, ne, wenn das dann dazu gehört, ne, das machen ja andere Stars auch, die damit arbeiten, mit ihrer Optik arbeiten, ne, wenn man die Musik dann mal austauschen würde. Ja, da bleibt dann auch nicht mehr viel übrig, außer die Optik. Aber natürlich dieses Umgeben von den Leuten, und ich weiß auch, dieses Label Pure Hate ist auch ein ganz dicker Buddy von Contra K, und da gibt's dann diese Überschneidung. Ja, muss man schon mal vielleicht ein bisschen genauer hingucken, und dann auch kein Statement, keine Abgrenzung. Ja, es ist auch ein bisschen dünner, ne, aus diesem Bereich. Aber da wurde ja auch schön rausgestellt, versagen ja auch dann die Medien. Ja, normalerweise wäre das ja eine Sache, dass er dazu mal offiziell angefragt wird. Wie sieht das aus? Was sagen Sie dazu, dass da die Medien dann auch mal recherchieren und gucken, was sind das für Leute? Hatten die Verbindungen? Haben die noch Verbindungen? Das ist alles ein bisschen sehr, sehr dünn, und das ist sehr, sehr schade, ne? Weil er halt auch großen Einfluss hat, sehr viele Menschen erreicht. Und ja, dass dann mit so ein bisschen Recherche sowas aufgedeckt wird, ist schon krass. Aber dass auch dann so ein Beitrag über Homophobie dann da verschwindet mit so einem Statement von ihm, würde ich ihn auch mal fragen, wie kommst du jetzt darauf? Ne? Ich sag, das ist für dich nicht vererbt. Ich sag, das, was denkst du? Die Leute entscheiden sich, ohne es zu müssen, ja, das gleiche Geschlecht zu lieben. Also warum kommt das? Und dann würde ich da mal tiefer einsteigen. Siehst du das wie böse, Mann, dass das die Medien sind, die ja manipulieren und die Leute Hirn waschen oder denen das anerziehen? Weil da wären wir ja dann schon wieder auf einer ideologischen Ebene, die dann Ähnlichkeiten zu denen von Rechtsextremisten und Menschenfeinden aufweist, ne? Irgendwie hätte ich mir für solche Dinge eine Rechtfertigung gewünscht. Aber manchmal ist kein Statement eben auch ein Statement. Egal, wir sind am Ende angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, einen Kommentar hinterlasst oder bei Patreon vorbeischaut. Ich weiß, euch haben einige Gestalten gefehlt, aber wie anfangs gesagt, ich habe sie auf dem Schirm. Freut euch auf die nächsten Wochen. Denn dann geht's weiter. Und dann wird's auch ein wenig kontroverser und problematischer. Denn wir stoßen in Bereiche vor, die uns gesamtgesellschaftlich deutlich stärker betreffen als Max Damage oder ein Bösemann. Also bis dann. Gut, das wird spannend. Wir werden da dranbleiben. Das Video wird gleich hier unter YouTube verlinkt. Deswegen checkt das gerne mal aus. Ich fand, das war gut zusammengetragen. Auch wir hatten darauf ja schon reacted, besonders Bösemann und Manuel sind aber gut nochmal zusammengetragen. Ich denke, wir werden die nächsten Teile dann auch in Angriff nehmen. Ja, muss man immer wieder gucken, was wird da verbreitet, wer hängt mit wem drin. Der Rechtsextremismus sickert dann da auch rein. Und ich weiß, dass auch so ein Kontra K mit Sicherheit sagt, ja, ich habe ja auch da einen muslimischen Freund, guck mal da und hier. Man kann trotzdem Rechtsextremist sein, auch wenn man mit Menschen wie Bösemann oder mit einigen Moslems abhängt oder auch einen Schwarzen als Freund, da kann man trotzdem als Neonazi unterwegs sein. Ich weiß, das schließt sich nicht aus. Ich gehe noch weiter. Du kannst auch als Mensch Migrationshintergrund oder als Moslem rechtsextrem sein. Ja? Das betrifft jeden. Jeder kann rechtsextreme Positionen vertreten. Auch als transsexueller Mensch oder als Homosexueller kannst du rechtsextrem sein. Das schließt sich nicht aus. Ja? Tja, Axel, was bleibt übrig? Du bist das Wochenende weg. Ich bin fast den kompletten Februar weg. Ich werde viel aus dem Wohnmobil streamen. Ich hoffe, dass wir das mit Axel dann auch zusammen hinkriegen oder dass wir am Wochenende vielleicht was machen. Axel ist ja vielleicht auch bald am Wochenende, hat auch die Möglichkeit, dann vielleicht zu streamen. Axel, ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber vielleicht kommen wir da auch ein bisschen. Kommt. Wir können aber immer, Handy habe ich immer dabei, haben wir auch schon gemacht. Prinzipiell immer, aber bald auch technisch versiert. Wird dieses Jahr auf jeden Fall noch möglich sein. Also, vielen lieben Dank für deine Zeit, Axel. Vielen lieben Dank an die Community, vielen lieben Dank an die Mods. Dankeschön an das Video. Hier ist gleich verlinkt und ich hoffe, dass wir nach wie vor die Demokratie schützen können. Checkt deswegen die Seite aus, extremismus.de. Supportet auch den Axel, geht auf seine Seite, lasst einen Daumen hoch. Der hat gestern ein neues Video rausgebracht. Falls jemand jetzt noch nachträglich was konsumieren möchte vom Axel, macht das ansonsten noch gerne ein paar Worte an die Community von dir, Axel. Es war wie immer sehr schön mit euch. Wichtiges Thema, wieder interessante Diskussion. Leute, bleibt stabil für Demokratie, für Menschlichkeit und unsere liberale Gesellschaft. Dann sind wir auch solchen Gefahren gewappnet, die wir hier aufblitzen sehen und kommen besser miteinander aus. Das ist mein Appell fürs Wochenende. Habt eine schöne Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Axel, danke für deine Zeit und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.